Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns meine gelesenen Bücher aus dem Monat Mai an und ich habe am Ende wirklich noch Gas gegeben. Ja, ich habe in diesem Monat endlich mal wieder mehr gelesen als gekauft. Ich muss sagen, ich bin so ein klein wenig zufrieden und stolz. Allerdings muss ich sagen, habe ich in der letzten Woche wieder vermehrt dünnere Bücher gelesen. Einfach so um der Challenge willen, dass ich einfach mal wieder mit einem guten Gefühl aus diesem Lesebüchermonat herausgehe. Es ist natürlich alles nur im eigenen Kopf. Es macht einen keiner Stress, es macht einer keiner Druck. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man irgendwie sich diese Challenge gesetzt hat, dass man einfach guckt, wie bekommt man es hin. Es wäre natürlich auch eine Idee gewesen, nicht so viele Bücher im Mai zu kaufen, aber mal ehrlich, die Frage stellt sich, glaube ich, überhaupt nicht. Dementsprechend sind es tatsächlich 16 Bücher im Monat Mai geworden. Im Gegenzug sind 15 bei mir eingezogen, also gerade so getoppt, was eben wirklich an zwei, drei sehr dünnen Büchern in der letzten Woche liegt. Ich habe euch auch schon zwei Clips abgedreht, so zwischendrin, und am Ende folgen dann sozusagen noch die letzten vier Bücher. Würde aber gerne noch ein bisschen mit der Statistik weitermachen. Insgesamt habe ich 5.295 Seiten gelesen, was im Durchschnitt 170 Seiten am Tag sind, was mir tatsächlich schon ein bisschen viel vorgekommen ist, aber es gab natürlich auch das ein oder andere lange Wochenende, Feiertag und ja, ne? Aber es gab mir selbst so ein bisschen viel vor und das ist tatsächlich auch der beste Lesemonat in diesem Jahr, also zumindest seitentechnisch gesehen. Und ich finde das tatsächlich ganz schön. Das freut mich, dass der Mai so gut war. Er war auch in den Sternen gut. Insgesamt habe ich 3,75 im Durchschnitt an Sterne vergeben. Es war zwei Highlights und ein Abbruchbuch. Also alles in allem wirklich viele 4-Sterne-Bücher, 3-Sterne-Bücher und eben auch zwei mit 5 Sternen, was ich richtig, richtig gut fand. Ich habe 11 haptische Bücher gelesen, 2 E-Books gelesen und 3 Hörbücher gehört. Ja, bei dem 50-50, das hat hier nicht so ganz gut geklappt, aber da ist ja eher die Aufgabe für mich, bei den Neuerscheinungen, bei den Neuzugängen darauf zu achten, dass da digital und haptisch sich so ein bisschen, ja, dass das so ein bisschen im Gleichschritt geht. Es gibt ja bei Rido auch eine Übersicht über die einzelnen Tage, wie viel man gelesen hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das irgendwie vielleicht interessieren würde, weil natürlich nicht jeden Tag wirklich 170 Seiten gelesen wurden, sondern man durchaus da auch Schwankungen drin erkennt. Also sagt mir das gerne mal, dann würde ich das für den nächsten Monat mir mal irgendwie wo abspeichern. Das sollte in der App, glaube ich, soweit auch irgendwie gehen. Ich hatte eine Woche lang Probleme mit der App. Das scheint jetzt alles bereinigt zu sein. Ich kann sie wieder nutzen. Von daher, wenn ihr da irgendwas sehen wollt aus der App, sagt mir da gerne mal Bescheid, dann baue ich das sehr gerne ein. Ich packe euch alle Bücher mit Zeitstempel unten in die Infobox, also schaut da gerne mal vorbei, was, wenn euch etwas mehr zu den Büchern interessiert oder wenn ihr zu gewissen Büchern irgendwie auch skippen wollt. Das funktioniert sehr gut über die Kapiteleinteilung. Und jetzt spricht erstmal die Vergangenheit, Steffi, und dann komme ich mit den letzten 5 Büchern des Monats. Der Monat begann mit einem tollen Reihenabschluss, und zwar Der Schwur des Drachen von Elizabeth Lim. Das ist der zweite und auch finale Teil der Trilogie, die ja begann mit Die 6 Kraniche, was im letzten Jahr ja wirklich für mich ein absolutes Highlight war. War das letztes Jahr oder ist das sogar schon länger her? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Gesprochen von Yara Blümel, eine Sprecherin, die ich wirklich toll finde, der ich gerne lausche, die den Charakteren wirklich eine ganz tolle Stimme verleiht und dementsprechend höre ich ihr auch super gerne zu. Ich glaube, die Bücherwoche war das letztes Jahr April oder März, also auch knapp so ein Jahr her. Ich verlinke euch meine Bücherwoche zum ersten Teil auch mal unten in die Infobox, wenn euch da vielleicht meine Meinung zum ersten Band interessiert. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, bei dem zweiten Band was zu verraten, weil man spoilert zwangsläufig auch dem ersten Band. Was mich damals sehr angesprochen hat, war dieses asiatische Setting, was ich wirklich richtig, richtig toll fand, auch in der Umsetzung spannend fand. Und ich glaube auch, dass Elizabeth Lim hier Wurzeln im Asiatischen hat. Und ich fand, das hat sie richtig, richtig toll gemacht. Es ist der Start der Geschichte ist im Grunde um Shiori, die ihre Mutter verloren hat und soll dann eben einen Prinzen heiraten. Sie flüchtet aber vor dieser Hochzeit, die vereinbart wurde von ihrem Vater und auch ihrer Stiefmutter. Und dann, als sie ins Wasser fällt, trifft sie auf einen Drachen, der ihr von so einer besonderen Magie erzählt.
Und das findet ihre Stiefmutter heraus und sie verflucht Chiori zum Schweigen und gleichzeitig auch die sechs Brüder von Chiori verwandelt sie zu Kranichen, daher auch der Titel des ersten Bandes. Ja, Chiori durfte oder kann das im Grunde jetzt auch gar niemanden erzählen. Sie kann mit niemanden sprechen, denn sonst stirbt eben einer der Kraniche, einer der Brüder. Und die Geschichte wird im zweiten Band direkt weitererzählt. Man setzt im Grunde genau am Ende der Geschichte vom Band 1 an. Und ich möchte hier halt natürlich auch gar nicht spoilern. Ja, weil sonst, wenn ihr jetzt die Reihe vielleicht anhören wollt oder lesen wollt, dann fände ich das tatsächlich ein bisschen blöd. Daher, ja, es gibt die ein oder andere Wendung schon im ersten Teil, die ich toll fand. Und das führt sich auch im zweiten Teil weiter. Ich fand den Start des zweiten Bandes ein bisschen holprig, muss aber schon sagen, dass grundsätzlich die ganze Reihe so als Jugendbuch-Fantasy richtig, richtig toll ist. Wir haben hier ja so, ja, also wir haben schon sehr viele Fantasy-Elemente, es sind ja auch viele Legenden aus dem asiatischen Raum, die hier erzählt werden. Und ich finde, diese Geschichte ist perfekt für ja, Fantasy-Anfänger, aber eben auch durchaus für Fantasy-Kenner. Und der anfängliche holprige Stil zu Beginn wird so, ich würde sagen, nach 15-20% war ich wieder in der Geschichte drin. Ich habe mich wieder in die Welt eingefunden. Ich glaube, die Autorin hätte das eine Spur besser machen können. Vielleicht mit kleinen Wiederholungen, vielleicht nochmal ein so ein bisschen mehr abzuholen, vielleicht auch irgendwie ihrem Stil treu zu bleiben. Ich hatte anfangs schon das Gefühl, dass ich ein bisschen was anderes lese, liegt es vielleicht an der Übersetzung. Vielleicht müsste man sich tatsächlich da mal den Übersetzer anschauen. Aber sonst ist der Schreibstil von Elizabeth Lim, ähnlich wie im ersten Teil, sehr flüssig, sehr modern. Es gibt interessante, unvorhersehbare Wendungen. Es ist eine sehr greifbare, detaillierte Welt, die uns gezeigt wird, was mir einfach besonderen Spaß macht. Ich liebe es, in andere Welten einzutauchen, mich da hinein zu versetzen, mitzugehen, mitzureisen und diese Welt zu entdecken. Und das war besonders im ersten Teil, ist aber auch im zweiten Teil definitiv ein großer, großer Pluspunkt, wie viel wir von dieser Welt erfahren. Ich bin ein großer Fan von Chiori und ich finde es toll, dass hier wirklich auch der Fokus sehr auf ihr gelegt ist, auf ihre Entwicklung, wie sie Gedanken hat, wie sie Gefühle mit denen umgeht, wie sie wirklich innerhalb dieser Dialogie, innerhalb dieser Geschichte wächst, was einfach aus diesem Mädchen zu Beginn der Geschichte am Ende wird, finde ich richtig, richtig toll. Ich finde wahnsinnig mutig, was sie erlebt hat, wie sie es durchgestanden hat. Ich mochte ihre Selbstständigkeit innerhalb der Geschichte sehr gerne und ich finde es toll, dass das auch mal in einem Jugendbuch so erzählt wird, dass es nicht immer den Prinzen braucht oder einen Partner braucht oder sondern eben auch man eine selbstständige junge Frau sein kann, die eben ihren Weg geht. Natürlich haben wir Nebencharaktere und wir haben natürlich auch Charaktere, die Chiori begleiten und die finde ich auch, dass die sehr ausführlich mit dargestellt werden und auch wirklich gut Screentime sozusagen bekommen und sie eben wunderbar begleiten, unterstützen, fordern und fördern und das hat mir auch besonderen Spaß in dieser Kommunikation sozusagen der Charaktere gemacht. Es ist wirklich toll, wie man in dieser Geschichte eintauchen kann, weil man wirklich hineingezogen wird. Man erfährt viel über die Welt, über diese Magie, über die Drachen, über die Legenden, über ja die Menschen, die darin wohnen, über Chiori. Man erfährt dann auch besonders am Ende des ersten Teiles einiges an Geheimnissen, die einen nochmal so ein bisschen mit hineinziehen. Und das hat mir einfach großen, großen Spaß gemacht. Ich fand auch das asiatische Setting richtig toll. Ich fand es toll erzählt, toll gewählt, toll eingewoben. Es wirkt wirklich so, als hätten wir so eine große Fantasy-Welt. Und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Es gibt schon eine zarte kleine Liebesgeschichte, die sehr schön beschrieben war und die auch einfach mal andere Wege ging. Also auch dieses, dass Chiori eben nicht den Prinzen braucht, um ihren Weg zu gehen, sondern ja, es immer ein Miteinander ist und einfach ein bisschen anders ist. Also dieses klassische Romantasy, was ja nicht immer so mein Fall ist. Hier fand ich die Liebesgeschichte aber sehr schön, sehr zart, wunderbar eingewoben und nicht so im Vordergrund. Und ich glaube, das hat mir einfach besonders gefallen. Und wir haben auch Drachen getroffen, die uns manchmal sehr nahe gekommen sind. Ich habe auch zwei Drachen, Siryu und Kiki, also ich glaube,
ja, die habe ich sehr ins Herz geschlossen. Ich bin ein großer Fan von Drachen in Geschichten und auch hier fand ich es richtig toll, dass sie mit eingewoben wurden. Und wäre jetzt wahrscheinlich wirklich dieser etwas holprige Start im zweiten Band nicht gewesen, wäre es für mich wahrscheinlich wirklich die absolute Highlight-Reihe im Jugendbuch-Fantasy-Bereich geworden. Dennoch möchte ich die Reihe wirklich empfehlen, besonders natürlich all denen, die mit Fantasy mal anfangen wollen, die gerne so asiatische Legenden mal etwas lesen möchten. Es gibt im zweiten Teil auch so die ein oder andere etwas längere Passage, die aber durchs Hören nicht so aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie es mir als Lesender irgendwie ergangen wäre, aber ich fand es toll. Also wirklich für Anfänger, für Jugendliche, für Leute, die einfach mal so in diese asiatische Fantasy vielleicht auch eintauchen wollen, da vielleicht noch gar nichts kennen, ja, absolute Empfehlung. Man muss sich vielleicht beim zweiten Teil einfach so ein bisschen Geduld zu Beginn nehmen und ja, wird dann aber wirklich belohnt für sehr ein berührendes und ein sehr emotionales Ende, was ich richtig, richtig toll fand. Ja, ein Buch, das ich zusammen mit einer lieben Freundin gelesen habe, ist dann Die Anomalie von Hervé Tillier. Wahrscheinlich spricht man ihn nicht so aus. Aber ja, ein Buch, das ich durch meine Freundin entdeckt habe, die mir davon erzählt hat, dass sie es auf dem Sub hat. Ich super spannend fand, was eben diese Anomalie bedeutet. Und dann haben wir das auch gemeinsam gelesen. Wir haben hier einen französischen Autor und mich hat die Thematik auch ein bisschen an die Serie Manifest erinnert, wo ich, glaube ich, Staffel 1 angeguckt habe auf Netflix, aber einfach keinen Spaß an den Schauspielern hatte. Denn auch hier sind wir in einem Flugzeug auf dem Weg von Paris nach New York und wir fliegen eine Boeing 787 im März 2021 und es gibt dann aber Turbulenzen. Die Landung klappt allerdings recht gut, das heißt, es gab hier scheinbar keine großen Probleme. Doch 3 Monate später, im Juni des gleichen Jahres, taucht auf einmal dieselbe Boeing auf mit denselben Menschen, mit den gleichen Passagieren, mit den gleichen Koffern, Teilen und so weiter. Und ja, wir begleiten hier jetzt eben vereinzelte Passagiere, wie zum Beispiel einen Architekten, einen Auftragskiller. Wir haben auch einen Autoren dabei und zum Beispiel auch eine Afropop-Sängerin. Also ganz verschiedenste Charaktere, die wir jetzt begleiten. Und wir haben hier ein wirklich spannendes Gedankenspiel, welches sprachlich schon ein bisschen herausfordernd war. Die Sprache ist schon ein wenig gewöhnungsbedürftig. Es hat zu Beginn definitiv auch ein kleines Stückchen gebraucht, bis wir da reingefunden haben. Man hat zum Beispiel bei Dialogen hat man keine Anführungszeichen, sondern alles wird mit einem Bindestrich geregelt, sowohl ja, wenn jemand etwas spricht, wenn jemand etwas denkt, wenn jemand etwas fühlt. Das war doch ein bisschen anders und hat schon so einen Moment gebraucht, bis man hineingefunden hat. Aber an und für sich war der Stil wirklich sehr spannend. Auch was so zwischen den Zeilen erzählt wurde, mochte ich sehr gerne. Also eben auch all das, was nicht gesagt wurde, war an mancher Stelle wichtig. Und das, finde ich, hat der Autor richtig, richtig gut gemacht. Wir haben hier einige Passagiere, die wir eben begleiten, sowohl im normalen Leben, also bei den Menschen, die im März gelandet sind, als dann eben auch bei den Zwillingen, nennen wir sie jetzt einfach mal so, die im Juni auftauchen. Weil man natürlich besonders die im Juni aufgetauchten auch sehr kritisch beäugt, untersucht, Fragen stellt, was könnte irgendwie dahinter stehen und man dann eben natürlich auch sagt, was macht man denn jetzt eigentlich mit diesen Zwillingen? Und das ist eben durchaus eine Frage, die man wirklich hier stellt. Was würde passieren, wenn ich im Januar angekommen wäre aus meinem Urlaub und käme jetzt im Mai eben nochmal an? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich als Erstangekommene, als dann auch als Spätangekommene um? Welche Möglichkeiten hätte ich? Möchte ich überhaupt mit mir Gespräche führen? Möchte ich mich kennenlernen? Welchen Weg wählt die zweite Steffi sozusagen? Möchte die in dieses Leben zurück oder sagt sie, nein, ich wähle ein anderes Leben? Wobei, ja, es gab hier wirklich sehr viele Konstrukte, die ich tatsächlich sehr schwierig zu beurteilen fand, wie ich hier reagiert hatte. Wir begleiten einige Charaktere sehr ausführlich, andere sind so ein bisschen im Wechsel mit kurzen Passagen mit dabei. Man sollte hier auf jeden Fall auch die Zeitangaben im Blick haben, weil wir durchaus eben immer erfahren, wer wir sind, wann wir sind. Und das fand ich anfangs auch so ein bisschen verwirrend, bis man sich eingefunden hat. Also man muss das wirklich konzentriert lesen. Man muss sich merken, welcher
Zwilling sozusagen bin ich jetzt, bin ich die erste Steffi oder die zweite? Und ja, ich finde schon, dass man da aufmerksam dabei sein muss. Es war allerdings an mancher Stelle nicht sehr tiefgründig, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, aber es wäre wahrscheinlich bei all den Charakteren, die man beleuchtet, dann auch einfach sehr ausufernd gewesen und ich finde, dass hier schon das richtige Maß gefunden wurde. Ich mochte sehr den Genre-Mix, so ein bisschen aus Thriller, Science-Fiction, wir haben auch verschiedene Lebensgeschichten, die natürlich betrachtet werden und es gibt auch so ein bisschen, ja, vielleicht bitterbösen Humor, den ich manchmal auch sehr mochte und da durchaus auch Gefallen dran gefunden habe, das so zwischendurch zu lesen. Es wirkte manchmal ein bisschen so wie ein Episodenfilm, der aneinandergereiht ein Buch ergibt. Das ist schon etwas Besonderes und hat definitiv auch gut unterhalten. Und gerade durch die kurzen Kapitel ist man hier wirklich gut vorangekommen, hatte wirklich beim Lesen, ging es sehr schnell, dass wir unsere Tagesabschnitte durchgelesen haben und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, der besondere Stil ist definitiv etwas, was einen großen Pluspunkt verdient hat, weil ich das wirklich toll fand, wie man sich nach einigen Seiten da eingefunden hat, obwohl es einfach schon was anderes war, herausfordernd war, aber trotzdem unterhaltend und Spaß gemacht hat. Mit den Zeitangaben, vielleicht hätte man das noch ein bisschen anders lösen können, weil einem ja zu Beginn gar nicht so klar ist, dass man darauf ein Augenmerk legen muss. Und auch manchmal fand ich es vielleicht doch zu viele Charaktere, sodass ich auch manchmal gar nicht mehr wusste, wer bin ich jetzt oder welche Funktion hatte er oder worauf muss ich irgendwie achten. Oder dann eben auch Dinge erzählt wurden zu Beginn, wo man eigentlich erst ja 50 Seiten oder 100 Seiten später fährt, ah, so ist dieser Bezug. Also es war manchmal nicht so ganz einfach. Es gab, und das ist so mein großer Kritikpunkt, ich glaube, sonst wäre das wirklich ein Highlight-Buch geworden, es gab eine Nebengeschichte, da geht es um ein Mädchen, einen Kinderpassagier. Und es gibt hier ein sehr ernstes Thema, was eben so häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch angeht. Und das war irgendwie nur so ein Nebenthema. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schwierig. Also zum einen, dass diese Büchse der Pandora überhaupt geöffnet wurde, dass wir dann ja am Ende dieses Kind zweimal hatten. Zweimal im Grunde auch dieser Vorwurf gegen den Vater kam. Und ich hätte das nicht gebraucht. Also ich hätte so ein ernstes Thema nicht in so wenigen Seiten irgendwie haben wollen, weil das ist schon ein Thema, was man nicht einfach so einstreut. Es hat auch die Geschichte gar nicht so vorangebracht. Also es war jetzt kein Punkt, an dem man dann eben irgendwie gesagt hätte, oh, die Zwillinge sind wirklich ein und dieselbe, weil sie haben das gleiche erlebt. Das konnte man auch mit anderen Dingen bewerkstelligen. Aber ja, das Buch regt definitiv stark zum Nachdenken an. Wir haben hier wirklich zum Beispiel auch eine Mutter, die natürlich der Zwilling dann auch zu ihrem Sohn möchte, die zu ihrem Partner möchte, aber die das Leben natürlich schon 3 Monate weiter gelebt haben. Und das sind eben auch die Fragen, die ich mir stelle. Welches Leben würde die Erststeffi, die lebt es ja im Grunde weiter, die ist ja schon hier, wie würde die Zweitsteffi leben wollen? Also so jetzt aus der Laune heraus, wir sagen, ach, schickt mich einfach auf eine Insel ins Meer, ans Meer und lasst mich dort in Ruhe, gibt mir Geld, sodass ich nicht irgendwie gezwungen bin, hier zu arbeiten. Aber das ist natürlich eine Sache, weil es ja nicht so die freie Entscheidung am Ende ist. Ne? Also man lässt ja alles hinter sich und man glaubt ja auch, dass das das eigene Leben ist. Ne? Also man lässt ja alle Freunde einfach hinter sich, Familie, Hund, Katz und so weiter. Und ich hoffe, es war jetzt die richtige Reihenfolge, nicht Hund, Katz zuerst. Ich glaube, dass das schon eine schwierige Entscheidung ist. Aber ich habe mich des Öfteren gefragt, ob ich mit mir selbst sprechen wollen würde, also als die spätere Steffi sozusagen. Oder ja, wobei es könnten auch ganz lustige Gespräche sein, aber ja, ein wirklich tolles Buch, ein fast Highlight-Buch, was uns wirklich gut gefallen hat, was auch viel Lesespaß gebracht hat, viel zum Nachdenken auch angeregt hat und ja, ich glaube auch nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird. Weiter ging es mit einem Buch, bei dem ich schon Highlight gerochen habe und es wurde genau ein solches. Die Weisheit grauer Schnurhaare von David Mitchie. Das ist der 5. Band der Katze des Dalai Lama Reihe und ich finde schon, dass man die Bücher so ein bisschen der Reihe nachlesen sollte, denn sie stehen schon mehr oder weniger im losen Zusammenhang. Denn wir lernen ja im 1. Band diese Katze kennen auf der Straße, der Dalai Lama liest sie im Grunde auf, nimmt sie mit in seinen Potala-Palast und dort wird sie dann die Katze seiner Heiligkeit, die KSH. Und dort lebt sie jetzt ihr Leben. Sie erzählt uns in allen Bänden über Weisheiten über den Buddhismus, über Begegnungen mit Menschen, mit Prominenten, natürlich auch Dialoge, die sie im Grunde mit dem Dalai Lama führt.
beziehungsweise er natürlich mit ihr, so wie es sehr viele Tierherrchen, Frauchen machen und mit ihren Tieren sprechen. Und auch in diesem Band, in diesem fünften Band, treffen wir auf Rinpoche, also die Katze des Dalai Lama, und wir begleiten sie wieder bei ihren Streifzügen rund um den Palast. Wir treffen ja auch hier wieder auf den ein oder anderen Promi, und ja, wir merken doch so ein bisschen, dass unsere kleine Katze, die einst ganz süß und niedlich eine junge Katze war, doch jetzt ein bisschen älter wird, in die Jahre kommt und auch so manche Veränderung sie nicht mehr so einfach erträgt oder umwandeln kann, und ihr doch manches jetzt einfach ein bisschen schwerer fällt. Und so sieht sie eben auch diese Veränderung kritisch, ihren Lebensabend ein bisschen vorsichtiger, und ja, bestückt uns hier eben auch wieder mit Weisheiten. Und für mich ist diese Reihe einfach immer ein Highlight. Ich liebe alle Bände, ich mag diesen Gedanken, dass wir hier eben eine Katze haben, die Zugang zu allem hat, also die sich frei bewegen kann, natürlich im Palast des Dalai Lama, in seinen Gemächern, die nach draußen geht, die normale Menschen trifft, in einem Café, die aber natürlich auch Künstler trifft, Promis trifft, die zum Beispiel jetzt in diesem Band einen Maler im Grunde so ein bisschen begleitet, ihm auch eine Muse wird. Und ich liebe diese Reihe. Ich finde sie einfach nur großartig, wie buddhistische Weisheiten, die buddhistische Philosophie hier eingewoben wird, wie uns David Mitchie hier auch etwas mitgibt. Und ich bin auch von seiner Art des Erzählens ein großer Fan. Also ja, man muss es mögen, dass man die Geschichte so aus den Augen einer Katze erzählt bekommt, dass die Katze im Grunde auch so agiert und reagiert, wie wir Menschen es tun. Ich weiß, dass sich da manche immer mal ein bisschen dran stören, aber mich persönlich stört das überhaupt nicht. Und ich finde es einfach schön, so diese Welt durch Katzenaugen, so diese, ich sag mal, diese Einzigartigkeit, diese leichte Arroganz, dieses Wissen, man ist etwas Besonderes. Ich finde, das hat die Katze des Dalai Lama durchaus auch drauf. Und ich erkenne in vielen Gedanken der Katze auch so die Gedanken meiner Katzen, die wahrscheinlich auch oft genau das Gleiche denken. Sie wirkt hier natürlich auch immer etwas wichtiger, und das ist, sie ist eben eine Katze. Und jetzt auch im Vergleich zu einem Hund, es sind definitiv schon zwei unterschiedliche Arten, die anders mit der Welt agieren und auch anders auf Dinge reagieren. Und ich finde das sehr faszinierend, so als Mensch zu beobachten, aber natürlich auch mit beiden irgendwie in den Dialog gehen zu können. Während das bei Katz und Hund manchmal nicht so einfach geht, funktioniert das so, ich sag mal, als neutrale dritte Person so eine Spur einfacher. Und ich fand das hier richtig, richtig toll gemacht. Ich persönlich liebe die Katze des Dalai Lama, also auch wie sie dargestellt wird, wie sie umherstreift. Ich finde es ganz toll, was ihr wichtig ist, was sie uns vermittelt, was sie aus Gesprächen mitnimmt, wie sie eben auch Menschen dazu bringt, nachzudenken, auch einfach über das Leben nachzudenken, über die Philosophie, über den Buddhismus, über den Glauben und eben alles, was dazugehört. Ich finde, sie macht das richtig, richtig toll. Und eben auch jetzt, wie sie mit dem Alter umgeht und eben mit diesem nicht mehr ganz, huch, ich springe hier umher, wie noch ganz jung, sondern dass eben auch das Alter etwas nicht nur mit uns Menschen macht, sondern auch mit Tieren. Und das fand ich richtig, richtig toll. Und dass sie eben auch zeigt, dass das Leben weitergeht, obwohl man älter wird, obwohl man gebrechlicher wird, vielleicht auch ein bisschen kränker, ein bisschen müder, ein bisschen gemütlicher, und dass eben diese mittleren Jahre nicht irgendwie das Ende darstellen. Das passt eben auch auf uns Menschen einfach richtig, richtig gut. Und ich fand es eben auch richtig toll, wie David Mitchie das rübergebracht hat. Und ich hoffe sehr, dass es noch einen weiteren Band gibt. Ich möchte aber nicht am Ende eines Bandes sozusagen das Ende unserer Katze erleben. Da bin ich tatsächlich, das ist so das Einzige, was mit Tieren nicht geht, wenn die sterben oder irgendwie. Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Ende. Meine Befürchtung wäre halt, dass man noch so einen abschließenden Band macht, wo es dann am Ende vielleicht noch irgendwie eine neue Babykatze gibt und man auch hier sagt, wir haben hier die Reinkarnation, die ja im Buddhismus durchaus gang und gäbe ist. Also ich hoffe, es bleibt so ein bisschen ein offenes Ende und wir werden einfach mit der Katze ein bisschen älter. Ich habe auch ein paar Markierungen, zum Beispiel jeden Tag etwas zu tun, das uns Freude bereitet, versetzt uns an einen anderen Ort. So etwas ist sehr wichtig, und das stimme ich auch absolut zu, daher auch mein Tipp, ein kleines Dankbarkeitstagebuch zu führen. Wir sind diejenigen,
die uns von der Verwirklichung unserer Wünsche abhalten, selbst wenn wir alle Freiheit dazu haben. Da ging es so ein bisschen um eigene Grenzen, die man sich setzt. Und dann die Unbeständigkeit des Lebens zu akzeptieren, anstatt sie zu verdrängen oder zu leugnen, ist eine wertvolle Erkenntnis. Nur so kann man das Leben wahrhaft wertschätzen, jeden einzelnen Tag, selbst die trüben, und man kann mit Freude leben wie ein kleines Kätzchen. Ein wunderbares Buch, was auf jeden Fall Platz hier im Regal finden wird. Ja, liebe ich wirklich sehr. Ja, finde ich einfach nur perfekt. Dann hatte ich nach der Leipziger Buchmesse, wo ich Colin Hadler ja getroffen habe, einfach die große Lust und Motivation, In Exilium zu lesen von besagten Colin Hadler. Es ist das zweite Buch, was ich von ihm lese. Ist auch, glaube ich, das zweite Buch, was im Planet Verlag erschienen ist. Der gehört ja zu Thielemann Esslinger. Boah, ich bin natürlich immer so schlecht mit Verlagen, aber ich kann mir das gefühlt immer nicht merken, aber es ist der Thielemann Esslinger Verlag, richtig. Und ja, er ist ein österreichischer Schriftsteller und mir hat Ancora letztes Jahr schon sehr, sehr gut gefallen und ich habe mich auch hier dann sehr auf den neuen Jugendthriller gefreut. Finde das Cover richtig, richtig toll. Es muss eben auch einfach Erwähnung finden, wenn es so ist. Und besonders unseren wunderbaren kurzen Austausch am Sonntag ist mir in wunderbarer Erinnerung geblieben und dementsprechend wurde es jetzt einfach Zeit. Das Buch liegt auch schon, glaube ich, seit März hier und wird jetzt nun gelesen. Also wurde mir auch vom Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und ja, freue ich mich sehr, dass ich es jetzt lesen konnte. Wir treffen hier auf den jungen Lennox, als er ja mehr oder weniger von der Polizei erwischt wird und dabei seinen Prothesenarm verliert. Denn er hat diesen nach einem Unfall bekommen, bei dem er auch seine Schwester verloren hat und ist dann eben so ein bisschen mit dieser Technik an sich auch in die Hacker-Szene eingetaucht. Er ist in dieser Welt sehr bewandert, er hat sich da auch rein geflüchtet und ja, er leidet doch auch sehr unter dem Verlust seiner Schwester. Und ja, es kommt dann eines Tages dazu, dass in seiner Stadt ja immer mehr Menschen verschwinden, dass die eigentlich keiner so richtig sucht oder man auch gar kein Verlangen hat, sie zu finden. Und er sich einfach die Frage stellt, wer steckt dahinter, wer hat Interesse daran, Menschen verschwinden zu lassen und warum, ja, versucht eigentlich nie jemand irgendwie, die zu finden. Und es ist wirklich ein sehr gelungener Jugendthriller. Er hat auch Science-Fiction-Anteile mit drin, also ist vielleicht auch so Near-Future-Thriller, die ich ja besonders gerne mag. Also egal, ob es Eschbach ist oder John Mars macht das ja auch sehr gut, dass man eben sagt, man hat so diesen Thrill, der eigentlich so in die Zukunft gehört, aber ja am Ende gar nicht so weit weg ist und man sich das auch einfach heute schon fast irgendwie vorstellen kann. Und ich finde so, auf dieser Ebene hat auch hier dieser Jugendthriller definitiv seinen Platz gefunden. Ich mag den Schreibstil von Colin Hadler wirklich sehr gerne. Er ist sehr angenehm, er ist nicht überladen, er ist sehr flüssig, er hat wunderbaren Spannungsaufbau, er hat Wendungen, wo die Spannungen so ganz kurz sozusagen ihren Höhepunkt finden und dann geht der nächste Spannungsbogen los. Das macht Colin Hadler wirklich richtig, richtig gut und man wird auch direkt innerhalb der ersten 20, 30 Seiten in diese Welt eingesogen und ich habe das Buch, ich glaube, auch in 2 oder 3 Schwupsen wirklich weggelesen, weil ich so viel Spaß hatte, damit einzutauchen, mitzurätseln, mich in diese Abgründe hinein sozusagen zu versetzen und ich fand wirklich, dass dieser Spannungsbogen wahnsinnig gut gelungen ist, weil man kaum Zeit irgendwie zum Durchatmen hat, aber eben doch immer mal, wenn ein Geheimnis gelöst wurde oder man so irgendwie was hatte an Auflösung, dass man so kurz atmen konnte und dann ging es richtig spannend weiter. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, wie toll Colin Hadler hier recherchiert hat, weil ich schon wirklich das Gefühl habe, dass er hier weiß, wovon er spricht. Gerade bei den vielen spannenden Details zu dieser Hacker-Geschichte, wie, was, wann, wo, das kommt einfach wirklich richtig gut rüber, auch richtig realistisch und ich glaube, dass er hier einige Stunden damit verbracht hat, ja, hier wirklich etwas
Realistisches im Grunde zu schreiben und wirklich für ein Jugendbuch sehr, sehr, sehr qualitativ hier auch rangegangen ist und nicht irgendwas so Halbherziges niedergeschrieben hat, sondern wirklich sowas mit Hand und Fuß, insofern natürlich Fiktion Hand und Fuß haben kann, aber das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, Lennox als Charakter ist doch recht introvertiert. Ich fand es schon gut, wie wir ihn kennengelernt haben. Ich fand auch den Start mit ihm sehr spannend. Mir blieb er leider an mancher Stelle doch ein bisschen zu blass. In manchen Szenen wirkte er dann doch ein bisschen zu naiv, dass ich dachte, ob das so als Hacker wirklich funktioniert. Und er hatte auch zu manchen Charakteren blindes Vertrauen, wo ich mich so fragte, naja, hätte man da nicht ein bisschen diesen Vertrauensvorschuss vielleicht noch erklären müssen können sollen? Ich hätte mir ein bisschen mehr Tiefgang bei Lennox gewünscht. Das ist auch so der Kritikpunkt, den ich ein bisschen habe, dass Lennox manchmal nicht so agiert hat, wie ich mir so einen jugendlichen Hacker irgendwie vorstelle. Und wirklich dieses blinde Vertrauen fand ich an mancher Stelle ein bisschen schwierig. Die Nebencharaktere fand ich allesamt gut gezeichnet, mit guter ja auch Zeit, in der sie im Grunde sich entwickeln konnte. Und beim Gegenspieler, ich fand ihn tatsächlich richtig gut, vielleicht manchmal ein bisschen drüber. Aber ja, was vielleicht Lennox ein bisschen zu blass war, war der Gegenspieler ein bisschen zu bunt. Also ein bisschen zu viel, aber ich fand die Kombination aus beiden auch richtig, richtig gelungen. Ich finde, es ist wirklich ein perfekter Jugendthriller und ich glaube, dass Jugendliche vielleicht auch gar nicht so kritisch sind, was Lennox angeht, wie ich das jetzt vielleicht einfach bin, die eben auch durchaus schon den ein oder anderen Thriller in ihrem Leben gelesen hat. Ich finde wirklich, für Jugendliche ist das wirklich ein Highlight, ist das wirklich eine absolute Empfehlung, denn das Thema passt einfach wahnsinnig gut in die heutige Zeit und zeigt uns auch sehr beängstigend, wie nah es eigentlich an unserer Zeit ist und wohin auch so manches Verhalten, was die Jugend, die Menschheit an den Tag legt, wozu das eigentlich führen könnte. Zudem haben wir hier auch so ein bisschen die Unberechenbarkeit der Menschen und auch diese niedrige Hemmschwelle, die ich sehr gruselig an mancher Stelle fand. Und das hat Colin Hadler wirklich wahnsinnig gut gezeichnet und dargestellt und auch diese Ängste sehr, sehr gut rübergebracht. Es ist schon oftmals sehr beklemmend, so vom Gefühl her, was sich da in mir aufgetan hat. Und es ist einfach rasend erzählt, sodass diese Beklemmung durchaus auch ein bisschen anhält. Und so wirkt das natürlich auch schon sehr gruselig, sehr atmosphärisch und reißt einen wirklich mit der Spannung mit. Ja, hätten wir jetzt den naiven Hacker nicht so gehabt, den ich ein bisschen, ja, unglaubwürdig fand, glaube ich, wäre das auch für mich tatsächlich ein Highlight-Thriller geworden. Aber für Jugendliche wirklich absolute Empfehlung oder auch für alle, die mit Thrillern vielleicht gerade erst anfangen, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Hat mich wunderbarst unterhalten und wirklich auch mit dem Spannungsbogen richtig, richtig viel Atemnot bei mir erzeugt. Ich hatte Lust auf ein englisches Buch und habe zum Weihnachtsgeschenk gegriffen, und zwar The Vanishing of Evelyn Jones von Phil Hicks. Ist der dritte Teil der Reihe rund um Evelyn Jones und ich habe auch den ersten Band in haptischer Form da. Den zweiten Band habe ich als E-Book gelesen und den dritten habe ich zu Weihnachten bekommen. Es geht hier um das Verschwinden von Evelyn Jones und ich liebe einfach die englischen Cover. Also ich weiß nicht, ob ihr die deutschen vor Augen habt, da hat sie ja irgendwie rote Haare, was überhaupt nicht passt. Wirkt so ein bisschen wie ein Kind von Harry Potter und Ginny Weasley, was ich einfach schwierig fand, während ich die Cover von den englischen Bänden wirklich richtig, richtig schön finde. Und ja, dementsprechend war ich super happy, als der dritte Band bei mir eingezogen ist. Wir begleiten im dritten Band, ähnlich wie im ersten Band und auch im zweiten, also wir haben eine ähnliche Startsituation, wir begleiten Evelyn wieder mit ihrer Mutter und auch ihre Tante treffen wir wieder und ja, wir sind auf dem Weg zum Haus eines verschwundenen Onkels. Denn das Haus soll nun verkauft werden, weil der Onkel ist eben nicht mehr auffindbar und dort treffen sie dann auf Sammy, der ja Evelyn eben von den Gefahren erzählt, die sich hier in der Umgebung aufmachen, denn es gibt Feen und er warnt Evelyn vor den Feen und von dieser Umgebung, in denen die Feen sehr aktiv sind
Und es wird eben sich auch die Frage gestellt, ob nicht die Feen auch etwas mit dem Verschwinden des Onkels zu tun haben. Und wir treffen jetzt eben im dritten Band Evelyn Jones und auf Feen, was ich richtig toll finde, weil ich finde die immer super interessant, super spannend. Die gibt es ja in ganz unterschiedlicher Form. Und dementsprechend war ich sehr gespannt, was uns hier Phil Hikes sozusagen mit Evelyn Jones für eine Geschichte präsentiert, wo eben Feen mehr oder weniger das übergeordnete Thema sind. Auch der dritte Band hat mich wieder richtig, richtig gut unterhalten. Ich mag dieses gruselige Setting. Ich mag den Humor, der so ganz fein eingearbeitet ist. Ich mag dieses Kinder-Jugendliche Gruseln, wie man es eben damals so durch die Augen auch wahrgenommen hat. Leider hat mich das Ende vom dritten Band nicht so richtig überzeugt. Ich mag den Stil von Phil Hikes wirklich sehr, weil er mir schon so dieses Gruseln von vor 30 Jahren sozusagen präsentiert. Also wie ich das mit 10, 11, 12 empfunden habe, was einen da gegruselt hat, wo man gruselige Dinge gesehen hat, wie man auch nicht überzeugt werden konnte, dass eben unterm Bett nichts auf einen wartet. Und das macht er richtig, richtig toll. Ich fand, dass das Ende aber durchaus irgendwie das Potenzial verschenkt hat dieser Geschichte, denn wir haben hier ein Problem, das gelöst werden muss. Wir haben hier ja immer so diese Fälle bei Evelyn Jones und das war auch richtig toll ausgearbeitet. Es nimmt uns wieder mit, es gibt auch richtig tolle Ideen und man springt dann irgendwie relativ schnell zum Ende. Und mit einem Mal ist das Problem kein Problem mehr. Und ich frage mich, was haben wir denn jetzt eigentlich dieses ganze Buch gemacht? Wieso sind wir auf Suche gegangen nach Lösungen, nach Ideen, nach Möglichkeiten, um dann am Ende eigentlich zu sagen, huch, ja, das und das und so ist es und das Buch ist zu Ende. Das hat mir leider nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber Evelyn Jones ist ein toller Charakter. Ich mag ihre Familie, ich mag sie, ich mag dieses gemütliche Gefühl, was aufkommt. Das ist auch ja, einfach typisch für diese Reihe, so dieses cozy Gruseln sozusagen. Das fand ich auch, dass man im dritten Teil der Mutter, der Tante und so weiter nochmal viel näher gekommen ist, nochmal ja viel intensiver dran war, man auch ein bisschen mehr noch in diese Gedankengefühlswelt, in dieses Miteinander aufgenommen wurde. Ich mag auch die Nebencharaktere, die natürlich dadurch, dass das Buch ein bisschen dünner ist, nicht ganz so gut beleuchtet sind, finde ich sie aber doch sehr bildhaft dargestellt, auch gut eingewoben und auch wirklich für Evelyn Jones einfach wichtig. Und ich fand den dritten Teil auch richtig gut, nur das Ende. Das war leider nicht meins, aber das muss es auch gar nicht. Der dritte Teil wird bei mir jetzt ins Regal wandern. Ich hatte ja den ersten Teil stellvertretend hier, aber da es hier eben auch noch ein Weihnachtsgeschenk ist, wird das hier bleiben und der erste Band wird demnächst mal weiter wandern, weil ich glaube schon, dass man durchaus Kinderbücher auf Englisch ja so als Anfänger im englischen Lesen übernehmen kann, denn auch das hat mich hier wirklich überzeugt. Es braucht bei mir immer so 3, 4, 5 Seiten, bis ich in dem Flow, in dem Fluss des Lesens drin bin, aber irgendwann schafft es dann der Kopf tatsächlich einfach zu lesen und zu verstehen und nicht irgendwie krampfhaft zu überlegen, wie ist das. Also man muss sich da, glaube ich, immer wieder einfinden und ich habe jetzt ja noch 4, 5 andere Bücher auf dem Sub in englischer Sprache, da freue ich mich jetzt im Sommer auch drauf und ja, hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich glaube auch, man hat hier auch einiges noch an Illustrationen, die mir auch richtig, richtig gut gefallen. Es ist halt wirklich düster und es ist, glaube ich, vielleicht schon eher was für einen September, Oktober, November. Aber mir hat das jetzt durchaus auch im Mai richtig, richtig gut gefallen. Ja, das Ende, wie gesagt, ist so ein Kritikpunkt, aber sonst kann ich die Reihe wirklich Gruselfreunden und Kindern, die auch sich gern so ein bisschen atmosphärisch gruseln, wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Beim nächsten Buch handelt es sich um eine Kurzgeschichtensammlung und zwar Das Erbe des Weißen Wolfs von Marcin Zwirchowski. Oh, ich habe es nicht mit ausländischen Namen. Mit einem Geleitwort von Andrzej Sapkowski und wir sind hier in der Hexerwelt unterwegs. Ja, eine Reihe, die ich 20 und 21 wirklich sehr, sehr gefeiert habe. Und letztes Jahr habe ich das in Heidelberg entdeckt und irgendwie, ja, ich bin, wie ihr merkt, so ein bisschen im Fantasy-Fieber. Und auch das Hörbuch, was ich dann parallel gehört habe, gehört da ein bisschen dazu. Und ich dachte, jetzt ist es einfach Zeit, mal dazu zu greifen. Wir haben hier
11 polnische Autorinnen und Autorinnen, die Geschichten geschrieben haben, komplett irgendwie im Hexerkosmos sich befinden. Also alles irgendwie um Geralt, um Yennefer, um ja alles, was wir hier irgendwie kennen aus der Reihe. Und ja, ich würde schon empfehlen, dass man irgendwas mit Witcher, Hexer anfangen kann. Sei es die Bücher kennen, die Filme, also die Serie kennt beim Spiel. Ja, das ist ja auch nur so ein Bruchteil der Geschichte. Und ja, wir finden ein Geleitwort von Sapkowski, der uns ein bisschen was dazu erzählt, wie er es eben auch findet, dass Autoren sich in seiner Welt sozusagen austoben und wohlfühlen. Und dann haben wir eben ja, als Herausgeber ja, auch die Geschichte, der auch noch ein bisschen was dazu erzählen hat. Es ist wahnsinnig schwierig, hier über 11 Geschichten etwas zu erzählen. Es gab vordergründig wirklich sehr viele, die mir richtig, richtig gut gefallen haben. Ich habe auch 3 mir rausgeschrieben, die ich richtig toll fand, die für mich ein Highlight waren. Zum einen ist das zum Beispiel 2 Köpfe. Da treffen wir auf bekannte Personen, die sich zu einem Abenteuer treffen mit ganz viel Humor und auch Gefühl. Fand ich richtig schön, dass dieser feinspinstige, etwas sarkastische, trockener Humor von Geralt hier einfach auch in den Geschichten sich oftmals wiederfindet. Ich mochte auch die Geschichte nicht meinerseits. Hier wird auf eine Geschichte von Sapkowski Bezug genommen, die sehr traurig geendet hat innerhalb des Hexers-Universums. Und wir haben hier ganz viele Details und auch wunderbare Gefühle eben zu einem bekannten Charakter, der da im Grunde mit involviert war. Auch das fand ich richtig schön, dass wir so eine nebenbei andere Auflösungen bzw. Weitererzählungen bekommen haben. Und auch richtig toll fand ich Zähne und Klauen. Das ist eine bekannte Geschichte, die wir eben durch die Bücher auch kennen, aus einem anderen Blickwinkel. Und das hat wahnsinnig viel Unterhaltung, sehr viel Humor gehabt und eben auch so eine frische Idee hineingebracht. Überhaupt merkt man diesen Geschichten an, dass sie die Hexerwelt einfach lieben, dass sie ganz viel mit Geralt auch einfach in Bezug nehmen oder auch mit Rittersporn und Yennefer und wie sie alle heißen, die wir eben auch kennen, und das ganz fein aufgenommen haben, für sich interpretiert haben, schon im Universum geblieben sind, aber eben ihre Idee auch eingebracht haben, auch ihren Stil. Und wir haben hier wirklich eine bunte Mischung an Stilen, auch die Betrachtungsweisen auf die Geschichte, auf die Charaktere, auf die Erlebnisse finde ich richtig gelungen. Wir sind hier eben in einer Welt, die ich auch sehr gut kenne, in der ich sehr gerne mich bewegt habe, und nicht jede Geschichte war ein Highlight. Es waren auch 2, 3 Geschichten dabei, die nur so 3 Sterne innerhalb des Kosmos sozusagen bekommen haben. Aber eben auch diese 3 Highlight-Geschichten und alle anderen lagen eben dazwischen. Und das fand ich schon richtig toll. Man spürt auch hier das Erfrischende von Autoren, die eben nicht irgendeinen Druck haben, irgendwas zu schreiben, was jetzt irgendwie ein Welterfolg werden muss, sondern die eben genau wissen, dass die Zielgruppe im Grunde sie selbst sind, eben Menschen, die diese Hexerwelt lieben, die da noch nicht loslassen wollten, die da nochmal eintauchen wollten, die anderes erleben wollten. Also natürlich sind das eher bessere Fanfiction, obwohl ich finde Fanfiction so ein ganz komischer Begriff, aber so kann man sich das ja hernehmen, dass man sagt, ich bin ein Autor, ich habe Lust, mich in dieser Welt auszutoben und möchte Fans wie mir selbst im Grunde eine tolle Geschichte, eine tolle Zeit geben. Und das ist hier wirklich allen Autoren auf jeden Fall gelungen. Man spürt die eigene Handschrift, trotzdem die Inspiration. Es ist nichts abgekupfert, sondern man hat eben einfach liebgewonnene Charaktere, die einfach nochmal so eine Nacherzählzeit bekommen. Und das fand ich richtig toll. Manche Geschichten waren auch sehr nah an der Vorlage sozusagen, was ich richtig auch gut fand. Aber ich mochte auch Geschichten, die so ihren eigenen Weg gehen und vielleicht ein bisschen abseits vom Blickpunkt sozusagen legen. Also wirklich eine bunte Mischung. Und ich glaube, jeder, der die Hexersaga gerne gelesen hat, gerne die Witcher Netflix-Serie geschaut hat, ich glaube, der wird hier auf jeden Fall Spaß haben. Und ich fand, es hat einfach Lust auf mehr gemacht. Und man taucht eben in die Geschichten ein. Die sind auch unterschiedlich lang. Also wir haben hier Geschichten, die nur 6, 7 Seiten sind. Wir haben aber auch Geschichten, die 30, 50 Seiten sind und haben hier wirklich eine ganz bunte Mischung. Und ja, also es gibt hier, es heißt sogar Geleitwort zur polnischen Ausgabe, und ja, dass das glaube ich auch 30 Jahre dann her war. Und dann kommt eben auch noch von Marcin Zwierzchowski, das bestimmt klingt für alle schrecklich,
Ja, kam dann auch noch ein kurzes Vorwort. Also wirklich eine Empfehlung. Man kann natürlich jetzt zu den einzelnen Stilen nicht sagen, der ist gut, der ist nicht gut. Ich fand sie alle gut gemacht, gut übersetzt. Ich fand sie auch sprachlich passend für diese Welt. Und ich glaube, man muss es einfach als das sehen, was es ist. Es ist ein gesammeltes Werk mit verschiedenen Geschichten aus dem Universum. Und es ist auch optisch wirklich eine richtig, richtig Schönheit. Also muss man ganz klar sagen. Und jetzt kommen wir noch zu einem Hörbuch, das ich gehört habe und auch gleichzeitig die Schmuckausgabe gelesen, durchgeblättert habe, nämlich Harry Potter und der Orden des Phönix. Und ich muss dazu gar nicht mehr viel sagen. Für mich ist diese ganze Harry Potter-Reihe ein absolutes Highlight und auch die Schmuckausgaben liebe ich sehr. Die Schmuckausgabe liegt gerade noch neben meinem Bett. Da habe ich nämlich bis zuletzt darin geblättert, denn ich habe die ja zu Weihnachten geschenkt bekommen. Sie ist letztes Jahr rausgekommen. Ich wusste schon bei meinem Reread zum 5. Teil, dass ich da auf jeden Fall auch die Schmuckausgabe wieder greifen möchte, mit blättern möchte. Und das macht mir einfach großen Spaß. Ich liebe die stimmliche Vertonung von Rufus Beck. Ich kann da stundenlang zuhören. Ich finde einzig ein bisschen schwierig Dobby. Und ich bin auch kein Fan davon, dass Arthur Weasley irgendwie einen friesischen, nordischen Akzent bekommen hat. Aber sonst kann ich mit allem leben, vor allem mit dem Bösewicht in dem 5. Teil, der für mich neben, ihr wisst schon wem, definitiv Dolores Umbridge ist. Ich finde sie einfach wahnsinnig toll gezeichnet und ich möchte gar nicht viel erzählen. Es ist ein 5. Teil einer Reihe. Jede Geschichte hat so irgendwie sein Thema, seine Aufgabe. Es gibt ja auch Dinge, die passieren, die mich immer wieder total herzzerreißend und Tränen überströmt zurücklassen. Das begann ja schon zu teilen ein bisschen im 4. Im 5. müssen wir uns auch von Charakteren verabschieden und das fällt mir in dieser Welt immer wahnsinnig schwer. Und gerade der Abschied hier drin ist, ach ja, ich krieg direkt wieder Gänsehaut, einfach nur schlimm. Ich finde da gar keine Worte. Ich finde das so tragisch, so traurig, so, ja. Wir haben Harry Potter, ich glaube 15 ist er dann im 5. Teil und es ist ja einiges im 4. Teil zu Ende gegangen, was da passiert ist, was es mit, du weißt schon, wem auch auf sich hat und ich mag diese Welt einfach. Der 5. Teil wird von vielen ja so ein bisschen als lang beschrieben und langweilig und das finde ich überhaupt nicht. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Es passieren hier so viele Dinge. Dinge, die vorangetrieben werden, die im Hintergrund passieren, die die Charaktere einfach weiterentwickeln lässt, die sie einen Schritt gehen lässt, die einfach die Geschichte voranbringen, ohne die die anderen Geschichten nicht irgendwie funktioniert haben. Und natürlich, vielleicht hätte man da und dort mal noch ein, zwei Seiten sparen können. Für mich ist diese Geschichte aber in keinster Weise zu lang. Es gibt eher auch so ein, zwei Themen, die ich gerne noch ein bisschen detaillierter beleuchtet hätte. Aber ich liebe die Reihe. Für mich gibt es da auch ganz schwierig nur ein Ranking. Also von daher würde ich immer sagen, tendenziell ist der 3., glaube ich, schon so der Band. Ja, aber ja, es sind ganz feine kleine Nuancen, wo ich irgendwie sagen würde, ja, aber der 5. Band für mich auch ein Highlight-Band und einfach etwas, was mir wahnsinnig Spaß in den letzten Tagen oder 1,5 Wochen gemacht hat. Und gerade Hörbücher, man hört das einfach auch mal morgens beim Fertigmachen, beim Staubsaugen, beim Putzen und man ist immer gut unterhalten. Das gibt mir einen solchen Mehrwert bei Aufgaben, die, sag jetzt mal, so ein bisschen banaler sind und nicht so die höchste Konzentration bedarf. Und mir macht das einfach große, große Freude. Und ja, das waren die ersten 7 Bücher hier in 2/3 des Monats. Bin gespannt, wie welche 2, 3 Bücher jetzt diesen Monat noch dazukommen. Ich lese ja aktuell schon am 8. Buch. Und ja, das wird euch dann jetzt auch gleich als nächstes gezeigt. Und ja, ich bin froh, ich kann ein paar Bücher jetzt wieder wegräumen und sie ins Regal stellen oder eben in die Richtung schieben, wenn ich sage, ich werde die jetzt demnächst vertauschen. Und ach ja, das ist immer sehr schön. Also das war, glaube ich, schätzungsweise an der Bücherwoche tatsächlich so das mit Schönste, dass die Bücher immer relativ gut koordiniert, schnell irgendwie wieder aufgeräumt waren. Aber das machen wir jetzt ja mit den kleinen Clips. Und ich möchte gar nicht so lange drum herum reden. Es geht weiter mit dem 8. Buch. Weiter geht es mit dem 8. Buch und zwar Die unerhörte Reise der Familie Lawson von T.J. Klune. Ein Buch, auf das ich mich besonders gefreut habe, denn ich habe die beiden anderen Bücher des Autoren, sie stehen hier,
Ja, sehr, sehr, sehr gefeiert, sind für mich absolute Lebenshighlights und umso mehr habe ich mich gefreut, dass ein neues Buch erscheint. Es wird in diesem Jahr noch eine zweite Neuerscheinung von T.J. Klune geben, nämlich Das wunderbare Geheimnis von Artemis Vader und das erscheint dann auch schon im Oktober. Ja, das Cover finde ich wieder sehr, sehr gelungen. Es ist nach wie vor kein Aufkleber, sondern aufgedruckt. Ich finde das... Also ich hatte ja das letzte Mal tatsächlich eine Mail an Heine geschrieben, keine Antwort bekommen. Vielleicht muss ich das diesmal einfach nochmal machen. Ich finde das wirklich, ich würde es einfach gerne nur abkleben wollen. Aber sonst gefällt mir das Cover super gut, weil es uns tatsächlich auch den Wald anzeigt, in dem eben die besagte Familie Lawson wohnt. Wir treffen hier ja eine Patchwork-Familie, die doch etwas außergewöhnlicher ist, als ja, es so von vornherein irgendwie den Schein sich zeigt, der Schein trügt. Ja, ja. Wir treffen auf Vater Giovanni, der ein Roboter ist und ja, ihm eines Tages im Wald auf der Flucht eine Frau ein Kind in die Hand drückt, nämlich Victor. Und er zieht ja, Victor liebevoll groß und zeigt ihm auch so ein bisschen was an Technik, am Zusammenschrauben. Und sie leben eben in einem Baumhaus hier, eben hier, wie man sieht, im Wald. Und ja, nach und nach gesellen sich dann noch ein doch etwas nervöser, ängstlicher Saugroboter namens Rambo dazu. Und wir treffen auch auf so eine Art Krankenschwester-Roboter, Schwester Grob. Und gemeinsam leben sie eben hier, sie tauschen sich aus, sie ja, genießen das Leben. Sie sind alle sehr unterschiedlich, aber sie verbindet doch so eine gewisse familiäre Freundschaft. Und ja, in der Nähe ist dann so eine Art, ich sage jetzt mal, Elektroschrottplatz. Und da sind sie zu dritt ohne Vater Giovanni eines Tages unterwegs und sie finden einen ja fast leeren, ja kaputten Roboter, der aber noch so gewisse Lebenszeichen hat. Und diesen nehmen sie auch mit nach Hause, um ihn zu reparieren, um herauszufinden, um was es sich für ein Modell handelt und was so ein bisschen der Hintergrund ist des Roboters, von der Art, die er eben ist. Und ja, recht schnell wird aber klar, dass es doch auch noch andere Geheimnisse gibt um Giovanni, um ja, die Hersteller von Roboter. Und ja, das große Geheimnis will jetzt eben auch gelöst werden, denn es ist dann doch etwas anders, als man vielleicht erwarten möchte. Ich bin nach wie vor ein großer Fan vom Schreibstil von T.J. Klune. Mir hat die Geschichte wahnsinnig gut gefallen. Sie ist innovativ, sie ist inspirierend. Aber es gibt ein großes Aber. Es ist einfach zu viel. T.J. Klune verarbeitet hier wahnsinnig viele Themen. Er will von allem irgendwas erzählen. Er will allen es irgendwie auch recht machen. Und ich glaube wahrscheinlich auch am meisten sich selbst. Und mir wird das irgendwann einfach zu viel. Deswegen tatsächlich kein Highlight, weil es doch zwei, drei Punkte gibt, die mich ja zum Ende hin doch auch ein bisschen gestört haben und ich dachte auch bitte, hör doch auf und schreib einfach eine Geschichte, die man als Leser auch genießen möchte und lass den erhobenen Zeigefinger, denn den gab es durchaus an der ein oder anderen Stelle und das war echt schade. Das hat nämlich T.J. Klune und das haben seine Geschichten und seine Charaktere überhaupt nicht möglich, nötig. Es ist ein sehr flüssiger, lebendiger Stil, es ist auch ein bisschen skurril, es hat Humor, es hat auch gut Emotionen und das macht auch einfach Spaß, diese Geschichte zu lesen. Es lässt sich auch wirklich gut lesen, man ist schnell drin, man bleibt auch gut dran, man findet auch immer wieder, egal wo man einfach mal unterbricht, schnell wieder in die Geschichte rein. Es entsteht auch so eine wunderbare Welt, die uns gezeigt wird. Wir sind natürlich hier im Fantasy-Bereich. Ich finde das richtig schön, diese Roboter mit den Menschen und auch ja, so Sinnfragen, die sich daraus ergeben. Es sind wunderbare Charaktere erschaffen worden. Ich bin ein großer Fan des Saugroboters Rambo und nicht nur, weil er nach einer ja, verstorbenen Katze von mir heißt, sondern weil er einfach so ach, so wunderbar skurril war und ängstlich war und nervös war und in allem irgendwie was gesehen hat. Ich fand ihn einfach sehr süß. Allerdings muss man auch sagen, dass es manchmal auch nervig wurde, weil uns immer wieder gesagt wurde, wie süß doch Rambo ist und er immer wieder agiert hat, damit wir dieses süße Gefühl irgendwie bekommen haben. Und es war überhaupt so ein bisschen ein Problem mit den Robotern in dieser Geschichte, weil die für mich nicht immer logisch gehandelt haben, beziehungsweise auch ihre Programmierung entsprechend nicht gehandelt haben. Es gab viele Situationen, in die die Roboter gefühlt auch mal anders reagiert haben, gehandelt haben, als es wahrscheinlich eigentlich ihre Programmierung hergegeben hätte.
auch was so ihr Wissen und ihre Erfahrungen angeht, da waren so ein paar Merkwürdigkeiten dabei, wo ich mich gefragt habe, wer hat die denn programmiert? Wer hat ihnen Dinge mitgegeben? Und was wäre der Grund, ihnen Dinge mitzugeben, also wo man ja vielleicht gar nicht als Mensch möchte, dass da so selbstständig irgendwas getan wird. Also diese Roboter waren an mancher Stelle schon fast zu menschlich, was ich gar nicht schlimm finde, weil diese Frage sich ja sehr häufig in Roboter-Mensch-Geschichten stellt, ne? Was macht den Mensch zum Mensch? Wann bleibt ein Roboter ein Roboter? Was passiert mit künstlichen Intelligenzen, ne? Die irgendwann vielleicht tatsächlich intelligenter sind und noch intelligentere KIs erschaffen als sich selbst? Ich fand das wirklich nicht ganz gut gelungen. Das ist, glaube ich, auch so mein größter Kritikpunkt, dass ich durchaus schon Roboter-Mensch-Geschichten gelesen habe, wo das einfach ein bisschen unkonstruierter gewirkt hat. Weil man hatte hier schon den Eindruck, dass TJ Klune eben in diesen Momenten oftmals einfach zu viel wollte. Und ja, zudem haben die Roboter zum Teil auch ja irgendwie sich Geschlechtskennzeichen gegeben. Also die Roboter, der Roboter. Und ich finde das auch gar nicht verkehrt. Und ich weiß auch oder könnte mir vorstellen, dass TJ Klune das eben genau getan hat, um diese Thematik Diversität hier aufzunehmen, um zu sagen, jeder kann sich eben das Geschlecht geben, das er möchte. Allerdings frage ich mich, ob man denen dieses Bewusstsein wirklich mitgibt, beziehungsweise ob dann wirklich eine scheinbare Roboterfrau wirklich denkt, ach, diese ganzen Männer. Und sind denn Männer, Robotermänner genau wie Menschenmänner? Und warum sollte das so sein? Also, es war manchmal sehr skurril und es war mir an mancher Stelle auch einfach zu merkwürdig. Und sie betonen auch sehr häufig, wenn sie andere Lebewesen treffen, merken sie wohl recht schnell, dass da Roboter sind. Das wird auch immer betont, immer erwähnt. Also man hat immer diese Andersartigkeit so auf dem Schirm, wo ich mich frage, ob das ein Roboter wirklich machen würde. Also würde ich einen Roboter programmieren, der mir ständig sagt, oh guck mal, da vorne läuft ein Roboter und guck mal, da ist auch einer. Ich würde wollen, wenn ich schon einen sehr menschlichen Roboter erschaffe, dass der sich nicht ständig nach seinen Artgenossen umschaut, ich möchte ihn ja mir so ähnlich wie möglich erschaffen. Das klingt gerade, aber ihr versteht hoffentlich, wie ich es meine. Ich finde das total merkwürdig. Also, das war wirklich so ein Punkt, der mich, ja, so nach einem Drittel, nach der Hälfte, doch sehr immer wieder gestört hat, auf den er immer wieder so herumgeritten hat. Aber ja, es ist halt eine Fantasy-Geschichte. Wir haben diese Patchwork-Familie, die so ganz gemischt entstanden ist. Und das ist natürlich schon schön. Also mir gefallen so manche, diese Gruppendynamik war richtig toll. Ich mochte das Abenteuer. Ich fand es schön, wie viel Wahrheit auch in so manchem Thema einfach drin lag. Und das fand ich richtig toll. Es hat mir hinten raus so ein bisschen an Emotionen gefehlt. Ich glaube, es lag daran, dass TJ Klune, ja, ich kann es nicht anders formulieren, als immer dieses zu viel. Und er mir das auch so aufs Auge gedrückt hat. Und ich irgendwann dachte, ich habe es auch so schon lange verstanden. Und es ist schon emotional. Es hat auch schon so ein Jahr hinten nach so das ein oder andere Mal, wo man so mit dem Atem stockt. Und es hat auch einen guten Spannungsbogen. Aber es hat mich, ja, tatsächlich überraschenderweise nicht so gecatcht und ergriffen, wie es die beiden anderen Bücher gemacht haben. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt vielleicht irgendwie den Stil durchschaut hat von TJ Klune, ob man schon unterbewusst mit etwas rechnet. Es war eine tolle Geschichte, die für mich aber definitiv nicht an meine Lebenslese-Highlights herankommt. Und ich hoffe, dass TJ Klune nicht immer diesen erhobenen Zeigefinger zukünftig dabei hat. Er hat auch in seinem Epilog, oder war es eine Danksagung, hat er auch geschrieben, dass er eigentlich noch eine ganz andere Geschichte, ja, in der Danksagung, eine ganz andere Geschichte schreiben wollte, dass es Änderungen gab und mit denen er wohl auch nicht all komplett einverstanden war, aber eben Änderungen ja im Grunde vorgenommen hat, auch mit dem Epilog, wenn man sich den im Nachgang nochmal durchliest. Das fand ich tatsächlich ganz interessant. Er hätte aber wohl lieber nochmal eine ganz andere Geschichte geschrieben, wo ich mich frage, es ist doch hier schon so divers und andersartig und offen und tolerant und liebenswert und ich weiß nicht, was man da noch anders möchte, ohne
ich weiß auch nicht, dass man es noch mehr übertreibt als eh schon. Also in Übertreibung im Sinne von, wie er das dann auch erzählt hat. Also leider, ja, es ist kein Flop, aber es ist natürlich schon eine Enttäuschung, weil ich mir hier gerade in der Thematik Roboter, Mensch schon etwas anderes, Herzenderes gewünscht hätte, wie Parnassus und, Valos Price, genau. Aber ja, mal sehen. Also tatsächlich hatte ich bei dem Buch auch nicht das Gefühl oder das Bedürfnis, ich würde es wahrscheinlich nochmal lesen. Ich habe auch keine einzige Markierung reingemacht. Es ist echt schade, ne? Also, ja, es ist manchmal nicht so einfach. Ne? Dann ein Thriller, den ich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und zwar ist das Die Schatten über uns von John Mars. Es ist ein recht klassischer Thriller von John Mars, die mich bisher unterschiedlich begeistern konnten. Ich bin ja eher ein Fan seiner Near-Future-Thriller, also The One, The Passenger. Das letzte war ja nicht ganz so gelungen. Es kommt jetzt auch Mitte August das nächste Buch, irgendwas mit Heiraten und die perfekte Frau und Mann und ich weiß gar nicht mehr. Und ich mag diese Near-Future-Thriller so ein bisschen mehr, habe aber auch bei den klassischen Thrillern durchaus schon das ein oder andere sehr gute Buch von ihm gelesen. Und so war ich auch bei der Geschichte super spannend, was so ein bisschen dahinter steckt. Wir treffen auf Finn und Mia, die ganz blind ein Haus bei einer Versteigerung kaufen. Sie lassen sich da komplett überraschen, sie schauen es sich nicht vorher an, es gibt keine Besichtigung, kein Guthaben, sondern sie bieten darauf und merken dann recht schnell, oh, wir haben hier ja eher eine Ruine gekauft als ein echtes Haus. Sie kommen dann eben auch dort an, sie versuchen das Beste draus zu machen und entdecken dann aber so mit der Zeit ein doch etwas gruseliges Geheimnis auf ihrem Dachboden, was dort versteckt ist und das gilt es jetzt eben irgendwie aufzuarbeiten und zu lösen. Es ist ein Thriller und ich glaube, ich habe einfach aktuell auch so meine Probleme mit Thrillern und ich merke, dass er mich auch nicht ganz begeistern konnte. Also es gibt einfach so ein paar Dinge, dass es wirklich sehr konstruiert wirkt, dass es auch ab mancher Stelle schon sehr vorhersehbar ist, wo man viel zu früh gefühlt eigentlich schon so die Richtung erahnt und das Ende erahnt und sich denkt, nee, das wird bestimmt nochmal anders kommen. Und nein, es kam dann doch so. Und es ist auch doch manchmal sehr, sehr flach. Und das hat er bei seinen Near-Future-Thrillern definitiv nicht. Das Buch beginnt mit einem Zitat von Ted Bundy, der ja ein sehr bekannter Serienmörder ist. Und dann kommt, ja, was schon zeigt, in welche Richtung dieses Buch geht. Dann haben wir auch so die ersten Einblicke in den Thriller, eben durch die Augen eines Serienmörders, der uns durch diese Geschichte führt. Und hätten wir diesen Epilog nicht gehabt, diesen Start, dass es hier irgendwie auf einen Serienmörder hindeutet, hätten wir auch einfach ein Familiendrama lesen können. Die erste Hälfte des Buches, so rund, ist tatsächlich ein Familiendrama. Es ist schon eine interessante Idee, die auch spannend geschrieben ist. Aber es ist für mich kein Thriller, sondern wenn überhaupt vielleicht ein Spannungsroman. Es gibt einige Wendungen, manche sieht man voraus, andere nicht. Die wirken dann sehr häufig, aber auch sehr konstruiert. Und das, finde ich, einfach funktioniert in einem Thriller nicht. Also wenn man irgendeinen Weg geht und der Leser ja miträt und mitgeht und mitsucht, und dann taucht irgendwo jemand Überraschendes auf, wo ich mich dann auch als Leser frage, ja super, also wie wäre ich darauf gekommen? Oder Dinge so verdreht werden, die gar nicht hätten so sein können, das finde ich immer sehr schwierig. Dialoge und Handlungen der Charaktere haben mir aber gut gefallen, sind auch nachvollziehbar, wenn auch nicht immer realistisch. Das müssen sie aber in einem Thriller natürlich auch gar nicht sein, weil, sind wir mal ehrlich, bei jedem Thriller, wo ein normaler Mensch eine Leiche findet und einfach selbst ermittelt, da fängt schon eigentlich die Unlogik an, weil jeder normale Mensch, der nicht in einem Thriller ist, der würde halt die Polizei rufen. Sind wir mal ehrlich. Also von daher ist das eben einfach ein Thriller und es ist auch an mancher Stelle übertrieben. Wir haben hier auch so ein paar verschiedene Zeitebenen. Das fand ich auch, hat ein bisschen Schwung in die Geschichte gebracht. Und wir haben durch diese verschiedenen Zeitebenen eben auch verschiedene Charaktere und Orte, die tatsächlich sehr gut beschrieben werden. Wir haben auch unterschiedliche Perspektiven. Und da hörte es für mich irgendwann auf, weil es war einfach zu viel. Also ich habe mir gedacht, es gibt schon so viele Charaktere, wir haben so viele Zeitebenen. Und dann kam zum Beispiel auch noch
die Tätersicht dazu. Und da dachte ich, ja, jetzt reicht es aber auch mal. Und irgendwann kamen dann auch noch Interviewmitschnitte. Und da habe ich gedacht, ach ja, ja, es ist natürlich allumfänglich erzählt aus verschiedenen Blickwinkeln, aber man muss es ja im Kopf auch irgendwie noch verarbeiten. Und jetzt bin ich, denke ich, nicht immer so irgendwie schwer vom Begriff, aber ich fand es manchmal einfach viel, viel zu viel. Ja, zudem haben mich die meisten Charaktere, die haben mich total genervt. Sie waren launisch, sie waren nervig, sie haben viel zu impulsiv gehandelt. Wahnsinnig gemacht. Also ich habe sehr viele Augenrollmomente gehabt und zudem waren es auch einfach viel zu viele Charaktere, denen man irgendwie gefolgt ist, mit denen man aber gar keinen echten Bezug hatte. Und ja, die Geschichte hat eine gewisse Spannung, sie zieht einen in einen gewissen Sog und man will auch schon weiterlesen. Es ist auch zum Teil schon echt gruselig, aber an mancher Stelle auch zu brutal. Das mag ich persönlich einfach nicht so. Das sollte man auch einfach wissen. Und alles in allem war es irgendwie okay. Es war ein guter Spannungsroman. Es war für mich kein Thriller. Ja, vielleicht durch die Brutalität, aber es hätte zumindest auch die erste Hälfte durchaus auch ein Familiendrama sein können. Also es ist so eigentlich nichts Halbes, nichts Ganzes, aber dann doch, wenn es irgendwie in diese Genres reinfließt, ist es auch einfach zu viel. Ja, ja, es ist tatsächlich so mein Gefühl, was ich nach diesem Lesen hatte. Es ist einfach zu viel. Und das war es leider. Ja, dann kommen wir zum vorletzten Buch von John Ironmonger, nämlich das Jahr des Dugong. Ich habe ja im letzten Jahr Der Wal und das Ende der Welt gelesen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und das sein neues Buch, Der Eisbär und die Hoffnung auf Morgen, ist auch bereits bei mir eingezogen. Das ist jetzt, glaube ich, ganz aktuell im Mai oder April irgendwie erschienen. Und da freue ich mich definitiv auch aufs Hören. Wir treffen hier auf den 60-jährigen Toby Markham, der in einem Skiurlaub ist. Er ist erfolgreich, er hält sich für witzig, hat auch irgendwie so, ja, eine feste Affäre, wollen wir es mal so nennen. Und ja, er ist im Skiurlaub und dann wacht er irgendwann in einem fremden, merkwürdigen Gebäude auf, hält es anfangs auch für ein Krankenhaus, eine Klinik und denkt sich noch, vielleicht ist ihm irgendwas im Skiurlaub passiert. Er merkt aber recht schnell, dass das irgendwie keine normale Klinik ist, denn ihm werden Schmerzen zugefügt und er ist auch immer wieder bewusstlos, auch länger. Und als er dann aber doch mal für eine längere Zeit aufwacht und zu sich kommt und dann auch eigentlich seinen Anwalt sprechen möchte oder irgendwem anrufen möchte, erfährt er von Leuten, die alle sehr merkwürdige Namen tragen. Ja, denn die Namen, das kann man schon sagen, stammen von ausgestorbenen Tieren, die zum Beispiel auch von Toby selbst fotografiert wurden zum Beispiel. Und er erfährt eben von diesen Leuten, dass er angeklagt wurde. Er wird beschuldigt, des Klimawandels schuldig zu sein, dafür verantwortlich zu sein. Und er soll eben auch am Artensterben dementsprechend schuld sein an Tieren und Pflanzen. Und er muss sich jetzt auf seinen Gerichtsprozess sozusagen vorbereiten. Ja, wie das in der Vergangenheit so geendet ist, wird ihm auch noch erzählt. Und ja, er ist damit nicht wirklich sehr glücklich. Verständlicherweise. Ja, der Klimawandel ist ein großes Thema unserer Zeit. Es ist ein großes Thema in den Büchern von John Ironmonger und ich gehe absolut mit, wenn er es als ein sehr wichtiges Thema deklariert und es auch tatsächlich gelungen rüberbringt. Er macht es sehr deutlich, wofür er die Menschen und in dem Beispiel eben auch Toby Markham verantwortlich macht. Er zeigt Beispiele auf, die eben in diesem Roman auch so verflochten sind. Und er zeigt eben auf, was mit uns Menschen, mit den Tieren, mit der Natur passiert, wenn wir Menschen eben weiterhin so egoistisch sind, wie wir es sind. Es ist sehr eindrücklich erzählt, das muss man ganz klar sagen. Es gibt hier, gerade weil wir eben den Charakter haben, der sich ja selbst, also der Einzelne hat ja an und für sich nicht Schuld und da geht man eben schon sehr mit Toby Markham mit, weil es ist natürlich schon so, dass er als einzelner Mensch, der sein Leben irgendwo gelebt hat und genossen hat, nicht unbedingt wirklich daran Schuld hat, dass der Klimawandel so weit gekommen ist, wie es nun mal ist. Und er macht das wirklich sehr eindrücklich, er macht es sehr sprachgewandt, es ist auch
sprachlich wirklich sehr außergewöhnlich, wie er das rüberbringt. In so kurzen, knappen Dialogen, Beispielen und das wirklich mit wenigen Worten Atmosphäre schafft, das macht er richtig gut. Ich mag auch diesen etwas abstrakteren, anderen Stil sehr, sehr gerne und es wirkt aber, und auch hier ist mein Problem, es ist einfach zu viel. Also das zieht sich jetzt irgendwie durch diesen Monat. 3 Bücher hintereinander, wo ich das irgendwie sage. Ich finde auch keine andere Begrifflichkeit dafür, weil auch er hier zwar ein kraftvolles Bewusstsein schafft für die Problematik, die diese Welt hat, die wir Menschen als Aufgabe haben. Und es soll auch jeder irgendwie tun, ja, was er kann, um eben irgendwie einen Beitrag zu leisten. Aber, und davon bin ich überzeugt, ist, dass ich als Einzelner nicht diese Welt retten kann. Das können wir nur im Kollektiv. Das können wir nur über die Politik, über die Wirtschaft und so weiter. Es hat, glaube ich, nicht große Auswirkungen gehabt, Obsttüten zu verbieten. Und dafür ballert aber jede Firma, keine Ahnung was, an CO2 in die Welt. Oder packt nach wie vor Dinge in Plastik, die es überhaupt nicht im Plastik bedarf. Und es gibt auch keinen Ersatz für diese Plastikverpackung. Darüber wird überhaupt nicht irgendwie diskutiert oder nachgedacht. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit, dass man das mitbekommt. Und ich fand auch bei John Ironmonger, der das ja wirklich sehr auf die Spitze treibt und jeden Einzelnen hier anklagt, wo ich sage, ja, wir sind alle Teil des Problems und wir können auch Teil der Lösung sein. Aber ich als Steffi bin eben nicht zur Gänze dafür verantwortlich, dass irgendwo der Eisbär vielleicht ausstirbt. Das ist tatsächlich etwas, was ich ganz schrecklich nervig finde. Und diese Diskussion, wenn die irgendwo geführt wird, wo ich immer denke, ach Leute, nein, man muss definitiv von oben anfangen. Es nützt auch nichts, dass es gerade Diskussionen gibt, wie viel Gramm Fleisch der einzelne Mensch irgendwie essen soll. Solange der Mensch nicht verstanden hat, was hinter dem Fleisch ist, was das für Absurditäten dahinter sind, wie Tiere gequält werden, ausgebeutet werden und ja am Ende auch getötet werden, damit man Fleisch hat. Solange das der Einzelne nicht verstanden hat, was jetzt vielleicht nicht mal, wenn er tierlieb ist oder ein Tierfreund ist, verstehen möchte, aber auch was das einfach für die Umwelt hat, solange das der Einzelne nicht verstanden hat, sich da irgendwie reduziert, nützt auch dieses Verbot nichts. Nein, Verbote führen immer dazu, dass die Menschen immer sagen, jetzt erst recht, und das ist es ist ein sehr aufwühlendes Thema und mich hat dieses Buch auch an mancher Stelle sehr aufgewühlt, muss ich ganz klar sagen, wie man merkt. Und ich finde schon, dass Ironmonger das wirklich gut verpackt, gut rüberbringt, die Dringlichkeit auch zeigt, aber dieses Schuld auf einen Einzelnen lenken, das ist, hilft uns einfach nicht weiter. Also das hat mich wirklich gestört und das hat auch immer so den Finger in die Wunde und auch noch den Finger erhoben und da habe ich gedacht, ach Mensch, ich verstehe, was du möchtest, ich verstehe, warum du das machst und ich verstehe, warum du das schreibst, aber ich glaube nicht, dass Menschen, die den Klimawandel leugnen, dieses Buch lesen werden. Und dann nützt es auch nichts, Menschen, die eh schon auf seiner Seite sind, weil die zu diesem Buch greifen, dann auch noch so vor den Kopf stoßen. Und er mir die Schuld an allem im Grunde geben möchte, weil das bin ich definitiv nicht. Und das ist so mein kleiner Kritikpunkt. Also alles in allem wirklich ein großartiges Buch. Und alleine, dass diese Gefühle, Gedanken in mir so losgebrudelt sind, auch schon beim Lesen, sagt ja, dass das Buch ganz viel in mir auch angeschalten hat und auch mein Wunsch der Veränderung und ich ihm da auch absolut zustimme. Aber ich glaube, dass jemand, dem man das vielleicht schenkt, damit er sich darüber mal Gedanken macht oder jemand dazu greift, weil ihn die Thematik interessiert, ich glaube, es ist ein bisschen am Ziel vorbei. Bin sehr gespannt, was es mit dem Eisbären auf sich hat und in welche Richtung er hier dann gehen wird und ob das wieder so ein Buch wird. Oder ob er ein bisschen, ja, aber nichtsdestotrotz ein wirklich tolles Buch, was auch einfach zum Nachdenken anregt. Und das hat es bei mir definitiv auch geschafft. Das 11. Buch ist dann Meine Bar in Italien, warum uns der Süden glücklich macht von Stefan Maywald. Das habe ich bei Tauschticket zusammen mit einem anderen Buch ertauscht, weil es mich optisch sehr angesprochen hat. Ich auch da einfach so ein bisschen Lust hatte auf den Klappentext. Und jetzt habe ich dazu gegriffen, denn ich brauchte unbedingt dünne Bücher.
Ja, ihr wisst es ja schon, das hat die Steffi bestimmt zu Beginn schon gesagt, ob es geschafft wurde, mehr Bücher zu lesen als zu kaufen. Und ich war auf der Suche nach dünnen Büchern und ich glaube, das hatte knapp 140, ja, 130. Dachte ich, dazu greifst du jetzt einfach. Und irgendwann gehen mir wahrscheinlich die dünnen Bücher aus. Aber ja, das ist nochmal was anderes. Wir werden hier von Stefan Maywald nach Italien entführt. Und er ist Stammgast in Pinos Bar und er braucht da auch keine Bestellungen mehr aufgeben, weil alle genau wissen, was er nachmittags und abends irgendwie trinkt. Und ja, er wird da im Grunde so ein bisschen umsorgt, jeder kennt sich und die Gemeinschaft hält auch in dieser Bar so ein bisschen zusammen. Und alle scheinen das Leben nur zu genießen. Keiner redet über Arbeit, über Stress, über Politik, über andere unangenehmen Themen und alles ist irgendwie leicht, einfach und Bella Italia. Zudem verteilt er dann eben bei dem ein oder anderen Espresso oder auch anderen Getränken gerne Weisheiten und geht dann eben auch in den Austausch mit Gästen. Und man hat hier aber recht schnell das Gefühl, dass es doch eher wohlhabende Gäste sind, die sich eben nicht über das Banale sozusagen irgendwie echauffieren müssten, die einfach ihr Leben leben können und so gefühlt eben eine andere Art von Sorgen haben. Es war ein recht kurzweiliger Ratgeber mit viel Wertschätzung, was Italien angeht, was auch diese Lebensweise angeht. Er zeigt uns Italien auch wirklich von seiner schönsten Art, aber es ist doch recht oberflächlich, weil was möchte man wirklich auf 130 sagen, am Ende auch ein bisschen noch erzählen. Es entstand bei mir leider kein Kopfkino. Also ich konnte mir die Bar noch vorstellen und ein bisschen die Umgebung von Italien, aber die Menschen blieben recht gesichtslos. Ja, Italien kam auch schon gut rüber, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber die Menschen waren so ein bisschen gesichtslos und auch ja, wenig Emotionen und die italienische Atmosphäre wurde definitiv besser beschrieben und so erinnere ich mich auch an italienische Urlaube, die schon lange, lange her sind. Diese Atmosphäre, die herrscht, wie die Herzlichkeit ist, wie die Menschen waren, was in so einer Bar oder auch in so einem Restaurant, in der Pizzeria irgendwie ja, für eine Stimmung herrscht, das ist hier sehr, sehr gut eingefangen und es ist auch unterhaltsam, es ist locker, es ist leicht. Die Weisheiten fand ich manchmal ein bisschen sehr oberflächlich und auch tatsächlich ein bisschen flach. Also ja, das fand ich nämlich tatsächlich sehr schade, weil ich hätte mich natürlich darauf gefreut, daraus etwas mitzunehmen für mein Leben, damit es sich eben immer anfühlt wie Bella Italia, wie wenn ich den ganzen Tag nichts anderes tun würde als Cappuccino trinken. Und ja, man hat auch, also man bekommt auch durch den Titel ein falsches Bild. Also ich war zu Beginn ja erste Annahme, dass es seine Bar ist in Italien. Die Bar ist aber dann gar nicht mehr vordergründig, spielt auch relativ wenig dann eine Rolle. Zudem geht er ja nur in diese Bar. Und das hatte ich einfach ein bisschen anders erwartet. Und auch, dass er der Gast ist und eben nicht der, der hinterm Tresen steht. Das war vielleicht auch meine Erwartungshaltung einfach eine andere. Zudem muss ich auch sagen, dass so Nebendinge im Leben gefehlt haben, wie eben auch mal Familie oder Hobby. Und es geht ja nicht nur darum, dass man arbeitet und dann schläft man und vielleicht isst man auch noch was. Und das Leben ist ja nicht bei jedem irgendwie so trist, sondern es gibt so viel, was uns ja auch neben der Arbeit begeistert und beglückt und Ausgleich schafft. Und dafür hat er aber gefühlt überhaupt kein Auge gehabt, beziehungsweise hat er das scheinbar überhaupt nicht für nötig gehalten, davon zu erzählen, beziehungsweise dass auch die Menschen, von denen er erzählt, also dass die auch noch ein Leben neben der Bar haben. Ach, ja, es war okay, es hat sich wirklich schnell weglesen lassen, es war unterhaltsam, aber es ist jetzt nichts Eindrückliches, was mir in Erinnerung bleibt, was mich irgendwie begeistert und ich hätte mir auch einfach von Stefan Maywald schon ein bisschen mehr erwartet. Also er hat ja auch einen relativ guten Ruf, auch wenn ich mir andere Bücher von ihm angucke und die Rezensionen, aber das ist so ein bisschen, ja, da ist so das Besondere ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also es war einfach ein bisschen oberflächlich und ein bisschen flach. Aber ja, es ist ein kurzes Buch, was ich befreit habe im Mai. Und ja, mal sehen, was jetzt noch so ein bisschen kommt. Das 12. Buch und auch das Abbruchbuch des Monats ist leider die 10 Kompetenzen für Hunde von Kate Kitchenham. Ich bin immer wieder auf der Suche nach Ratgebern für Hunde, für die Hundeerziehung, für das Miteinander im Alltag. Und so bin ich auf dieses Buch auch aufmerksam geworden. Ich habe es als Rezensionsexemplar dann auch als E-Book erhalten. Und ich fand es ganz spannend, hier einfach mal auch dem Hund gewisse Kompetenzen zuzusprechen,
was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass man das tatsächlich eigentlich betont, aber da ist natürlich was dahinter. Und dementsprechend fand ich das tatsächlich ganz spannend, weil es doch so zwei, drei Baustellen gibt, die Weasley und ich oder wir da noch so ein bisschen in den Griff kriegen sollten, wollen, wie auch immer, müssen. Ja, es ist eine deutsche Autorin. Sie ist Verhaltensbiologin und arbeitet als freiberufliche Journalistin. Sie hat wohl auch schon seit 2 Jahren einen Podcast, 4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen. Den kenne ich bisher noch nicht, habe auch jetzt gar nicht irgendwie reingehört, sondern hatte mich hier wirklich nur auf das E-Book konzentriert. Das Thema so ein bisschen in diesem Buch ist, was ist ein kluger Hund? Wie lernen Hunde? Wie ist das Lernverhalten? Wie bildet sich das Gedächtnis? Wie kann man das unterstützen, wie man auch spielend zu einem klugen Hund kommt, so ein bisschen auch Kompetenztraining, und das sind also ein bisschen Themen, die hier angerissen werden, und das sage ich ganz bewusst, weil das auch einer der Gründe war, warum ich so knapp nach einem Drittel bei 70 Seiten das Buch abgebrochen habe. Es waren für mich sehr viele Oberflächlichkeiten, oberflächliche Tipps, zudem hatte ich auch den Eindruck, dass es gar nicht auf meinen Hund zugeschnitten ist, denn ich hatte schon den Eindruck, man geht hier wirklich von Welpen aus, die von einem Züchter kommen, die gut sozialisiert sind, die keine Herausforderungen mit sich bringen, die relativ gut sich in den Alltag einbringen, auch mit anderen Hunden sehr sozial sind. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das hier für ein bisschen Hunde mit der ein oder anderen Baustelle sind. Also Problemhunde finde ich immer so einen ganz schwierigen Begriff, aber ja, mein Hund hat ja zum Beispiel überhaupt keine Freude dran, andere Hunde zu treffen. Er hat große Angst vor anderen Hunden, auch vor Männern. Alles, was am Zaun auch irgendwie anders ist, findet er sehr merkwürdig und ist aber ja leider kein Hund, der nach hinten geht und sich versteckt, sondern er ist ein Hund, der nach vorne prescht und so tut, als wäre der große Macker. Und das führt natürlich beim Gegenüber oftmals zu so einem Schreckmoment. Und jetzt ist das ja auch kein kleiner, süßer Hund, wenn der bellt, oh, wie putzig. Nein, es ist ein knapp 35 Kilo Hund, der, wenn er Zähne zeigt, doch ein bisschen beängstigender wirkt. Und ich hatte eben nicht das Gefühl, dass die Autorin für Hunde mit Herausforderungen wirklich Tipps und Tricks gibt. Es ist schon sehr oberflächlich gewesen. Es gibt auch Do's and Don'ts, die so ohne Begründung auch einfach in den Raum geworfen wurden. Sprachlich macht es die Autorin schon sehr locker. Es gab für mich aber auch keinen so richtig erkennbaren roten Faden. Es sind auch zum Teil sehr merkwürdige Tipps im ersten Drittel so aufgetaucht, wo ich manchmal so ein bisschen fragend da stand, dachte, wie kommen wir denn jetzt auf diesen Gedankengang? Fand ich manches sehr schwierig, auch manches nicht so richtig umsetzbar. Also ja, fand ich, ja, zudem wurde auch sehr viel wiederholt, was ich okay finde, weil natürlich durch die Wiederholung, ne, entwickelt sich auch ein Lernverhalten bei Menschen, aber es hat mich halt irgendwann einfach mal gelangweilt und ich wollte halt auch einfach mehr Inhalt. Und ich habe halt drauf gewartet, wann kommt denn mal was für Hunde, die nicht ganz so einfach und freudig durch den Alltag laufen, sondern eben auch so ihre Stellen haben, die man eben einfach so ein bisschen unterstützen möchte. Und ich habe dann auch angefangen, einfach mal so ein bisschen nach hinten zu gucken, mir auch die verschiedenen Kapitelüberschriften angesehen, und da war halt dann auch nichts mehr dabei, was ich irgendwie so richtig spannend fand. Zudem hat mich sehr gestört sprachlich dieses ständige "wir sollten", "wahrscheinlich" und "im Allgemeinen", und das dachte ich so, nee, damit gebe ich doch keine Ratschläge, und ich hätte mir halt, oder ich wünsche mir von dem Ratgeber konkrete Beispiele, ich möchte Sinnhaftes erfahren, wie jemand dazu gekommen ist, das eben als Tipp weiterzugeben. Zudem hat sie wahnsinnig viel Allgemeinheit, also auch wieder in diesem Buch sind Ballspiele böse, wo ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen Ballspielen und Ballspielen, und jeder, der sich damit beschäftigt hat, der kennt diesen Unterschied und vermeidet es natürlich, einen Ball-Junkie im Grunde sich zu ziehen, aber ich bin auch kein Freund ihrer Begründungen oftmals gewesen, zudem hatte ich dann manchmal den Eindruck, dass für sie Spielen auch nie wirklich einfach den Sinn des Spielens hatte, sondern sie wollte immer irgendwie was dazu beibringen. Ich finde es aber tatsächlich auch mal schöner, ich finde es ist wichtig auch für die Bindung, dass Mensch und Hund einfach mal spielen. Raufen, sich in der Wiese kugeln, sich zerren und keine Ahnung, und das, ich fand das einfach nicht richtig gut. Und zudem wird eben auch mein Hund in der Regel, wenn ich den Moment nicht verpasse, immer von mir geschützt. Ich käme nie auf die Idee, meinem Hund die Führung zu überlassen. Also, und das wird hier durch diesen kompetenten Hund
aber so ein bisschen nach vorne gegeben, wo ich so denke, boah, nee, also ich möchte nicht, dass mein Hund den Eindruck hat, er muss mich jetzt durchs Leben führen. Also ich habe das nicht so richtig verstanden. Es war vielleicht auch einfach nicht der Ansatz, der irgendwie mein Bauchgefühl und dem bisher Gelernten und irgendwie entsprochen hat. Und deswegen war es für mich leider ein Abbruchbuch. Also dem Hund die Führung zu überlassen. Also es ist schon schwierig genug, wenn einem mal was passiert. Also ich bin letztens mal blöd gestolpert, habe mir wirklich auch ein bisschen blöd das Knie verletzt und den Knöchel so ein bisschen umgeknickt. Und ich lag dann wirklich erstmal so auf den Gehsteig und also mich hat es auch wirklich der Länge nach sozusagen hingestrichen. Zum Glück die Leine gut festgehalten und mein Hund war wirklich total überfordert. Was mache ich jetzt? Jetzt liegt sie hier. Dann haben wir erstmal beide tief durchgeatmet. Ich habe ihn zu mir runtergeholt und also im Platz. Und wir haben uns einfach mal angeguckt und gesagt, so, wir bleiben jetzt einfach mal einen Moment hier sitzen. Wie es oftmals auf Spaziergängen auch so ist, hatte ich kein Smartphone dabei. Ja, das ist, ja, so saßen wir da einfach mal so 2 Minuten, dann sind wir langsam aufgestanden und dann sind wir auch langsam weitergegangen. Aber ich habe wirklich gedacht, wenn jetzt eine Hundebegegnung käme, ich wäre in dem Moment einfach nicht der selbstbewusste, taffe Mensch gewesen, der ich ja sonst sein möchte, sein muss, auch mal für meinen Hund. Und ich hätte ihm nicht diese Führung übergeben wollen. Und zum Glück ist uns niemand über den Weg gelaufen. Mein Hund und ich sind entspannt, hoppelnd nach Hause gelaufen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, so mein Hund, jetzt führ mich mal. Und egal, was jetzt passiert, wer jetzt kommt, du machst das schon. Also das... Ach nein, also leider, ja, keine Empfehlung von mir, was ich wirklich schade fand, weil es tatsächlich schon nach etwas klang, was so ein bisschen auch meiner Tendenz entspricht, aber ja, es ist manchmal einfach, wie es ist. Vielleicht hätte ich hier einfach vorher immer in den Podcast hören sollen, aber ja, ich bin dennoch natürlich dankbar für dieses Rezensionsexemplar und ja, das hindert mich ja trotzdem nicht dran, meine Meinung einfach offen zu sagen. Das nächste Buch dreht sich wieder um Tiere, Hunde und ja, wir haben hier eine wunderbare Eule bzw. einen Steinkauz, glaube ich was. Ich habe das Buch von der lieben Zuschauerin Sarah zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich hatte es mir fürs Pfingstwochenende dann herausgesucht. Die Autorin selbst ist Falknerin, Eulenflüsterin und Tierfotografin. Es gibt auch zu diesem Buch von Tanja Brandt eine Fortsetzung. Und ja, das Buch erzählt uns im Grunde die Geschichte und die Freundschaft von Ingo und Poldi, die in Bilderform von der Autorin auch festgehalten wurde. Wir lernen beide erstmal so einzeln kennen, wir erfahren auch so ein bisschen die Motivation hinter Tanja Brandt, wie sie ja im Grunde auch zu diesem außergewöhnlichen Tier sozusagen gekommen ist und natürlich auch, warum es gerade der Schäferhund wurde, oder es ist ja nur eine Art von Schäferhund, aber... ja, zudem bekommen wir verschiedenste Bilder und Beschreibungen zu Landschaften, zu den Tieren, die sich hier verbergen, die ihr eben auch besondere Freude machen, diese Tierfotografie und in der Natur unterwegs zu sein, jetzt eben mit ihren zwei besonderen Freunden auch, erzählt sie uns eben einfach ihre Gefühle zu ihren eigenen Tieren, die ihr eben auch das Leben einfach schöner machen, die sie sehr wertschätzt und die ihr da auch einfach ein gutes Gefühl geben. Es ist eine sehr schöne Geschichte über eine außergewöhnliche Tierfreundschaft, insofern man davon irgendwie sprechen kann. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob Tiere ja dieses Freundschaftsding so sehen wie wir, aber ich habe eher immer das Gefühl, sie tolerieren sich und verbringen einfach auch immer mal Spielezeit miteinander, aber so eine innige Freundschaft hat man, glaube ich, am ehesten noch zwischen Geschwistern oder ja, Mutter und Kindern, aber ja, dennoch eine besondere Tierfreundschaft, die mich sehr kurzweilig auch unterhalten hat. Es gibt wunderbare Fotos dazu und das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Wir haben relativ wenig Text. Ich fand die Kennenlerngeschichten richtig schön, auch so die ersten Eindrücke, wie beide sich gefunden haben, auch die anderen Informationen zur Natur und den Tieren außerhalb der Familie fand ich richtig schön. Es ist sehr verständlich geschrieben und definitiv auch zum Vorlesen oder auch junge Leser schon geeignet. Die Bilder haben mir ebenfalls sehr gut gefallen. Ich fand sie an mancher Stelle aber zu gestellt und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Kritikpunkt. Man merkt manchen Bildern an, dass sie da lange wahrscheinlich geübt hat, einige Versuche gebraucht hat, damit die Tiere da so an Stelle sitzen und auch so ein Gesicht machen. Also ich glaube, allein für dieses Bild hier unten
wird sie einige Zeit gebraucht haben. Ich möchte das gar nicht kritisieren, weil es macht ihr ja definitiv Spaß und ich vermute auch, dass ihre Tiere da sehr gerne mitmachen. Aber ob man jetzt wirklich immer gestellte Fotos machen muss oder nicht einfach den Moment mal festhält, das ist vielleicht einfach meine Art, wie ich die Welt so ein bisschen sehe und es eben auch durchaus anders von Tierfotografen kenne. Man merkt aber schon hier wirklich ihre Liebe zu den Tieren, auch das Vertrauen, was die Tiere in sie haben und umgedreht. Und das hat man definitiv gespürt und das war auch richtig schön. Womit ich ein Problem auch hatte, war so ein bisschen, dass man hier den Eindruck bekommt, dass Tiere so ein bisschen eine Art Spielzeug sind. Besonders in Richtung der Eulen fand ich das ein bisschen grenzwertig. Gerade wenn man eben sagt, das lesen vielleicht auch Kinder, finden das süß und putzig. Und nicht nur, dass Harry Potter uns mit Hedwig im Grunde so einen ganz speziellen Haustierfreund gezeigt hat. Nein, sie macht es im Grunde ähnlich. Und sie bringt sogar Harry Potter so ein bisschen als Beispiel. Wobei sie von Schneeeulen definitiv, glaube ich, auch abgeraten hat. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich eine Eule in meinem Haushalt noch benötige. Also ja, es sind ja auch definitiv Wildtiere und ja, ich mache da durchaus einen Unterschied, ob man ein Wildtier in einen Käfig steckt oder ein domestiziertes Tier wie Hund oder Katze. Ich finde, kein Vogel gehört in irgendeine Art Käfig. Ja, aber gut, man kann es irgendwann nicht mehr ausschalten. Also ich versuche immer sehr offen, diese Geschichten zu lesen. Ich kann da aber manchmal nicht umhin, um einfach zu sagen, dass sich das für mich einfach falsch anfühlt. Und dann kann ich die Geschichte wahrscheinlich auch gar nicht mehr so genießen, wie wenn ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen würde, was wahrscheinlich nicht schlecht ist. Aber ja, jemand anders empfindet es vielleicht auch einfach nicht so, weil ja, er sich eben darüber keine Gedanken gemacht hat, was auch absolut fein ist und ja, die Welt ist nun mal einfach so. Ja, alles in allem eine schöne Geschichte, manchmal ein bisschen gestellt, manchmal ein bisschen kitschig, aber ich finde, das gehört eben bei Tierfreundschaften durchaus auch dazu. Es war sehr schön, es zu lesen und ich bin da sehr happy, dass ich das als Geschenk auch ja, bekommen habe und es hat mir wirklich Spaß gemacht und von daher, ja, es war kurzweilige Unterhaltung und das ist ja mitunter auch immer mal mit das Wichtigste. Dann ging es mit einem dünnen Büchlein weiter und zwar ein Meer aus Licht und Farben von Sylvia B. Lindström? Ja, es ist ein Teil, ich glaube, der 14. von 16 der Sehnsuchtsorte-Reihe vom Eden Verlag. Ich habe schon 6, 7 davon gelesen, habe auch noch 2 oder 3 auf der Wunschliste und ja, mir war hier ein bisschen nach Schweden und einem Weg einfach dorthin und so begleiten wir die Autorin vor knapp 30 Jahren, also es ist tatsächlich schon eine recht lange Geschichte, oder sehr lange her, diese Geschichte, auf ihren Weg nach Schweden. Zusammen mit ihrem damals 3-jährigen Sohn, der ohne Kindsvater aufwächst, hat sie das Ziel, nach dem ein oder anderen, was ihr einfach nicht so richtig gefallen hat, dass sie nach Schweden geht. Sie war da auch schon einige Male, fand immer die Menschen toll, die Natur, die Ruhe, die Entspanntheit und sieht sich da eben auch einfach wohnend. Wie gesagt, man muss bedenken, dass diese Geschichte in den 90ern spielt. Da gab es noch keine EU, da war Einwanderungen alles noch anders, als es heute wahrscheinlich der Fall wäre. Von daher muss man das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, sie wandert nun aus nach Schweden. Sie ist auf der Suche eben auch einfach nach der heilen Welt, nach einer Aufgabe, obwohl sie sich mit ihrem Pferdeberuf ja, doch ganz wohl fühlt, versucht sie da eben auch einfach ein neues Standbein an Wäldern und Seen und ja, in einem gemütlichen Holzhaus ein Leben aufzubauen. Doch die Auswanderung ist eben nicht so einfach wie gedacht. Zudem sind auch die Menschen nicht alle so, wie sie erwartet hat, beziehungsweise machen ja auch so manche Ämter ja, das Leben schwer. Ich fand es toll, wie viele Details wir hier zu Schweden bekommen haben. Ich fand auch spannend, so ein bisschen diese Lebensweise, diese Traditionen der Menschen mitzubekommen, was mich wirklich wahnsinnig gestört hat. Und das ist echt was, wo ich denke, ich möchte ja gar nicht ihr Leben kritisieren. Das kann ich auch gar nicht. Es ist eine Lebensgeschichte, sie ist ebenso. Ich fand diese Naivität irgendwann nur noch nervig und habe mich wirklich gefragt, warum sie nicht mal irgendwer in ihrem Freundesfamilienkreis geschüttelt hat. Also das ist mir manchmal so auf den Keks gegangen. Und ja, jetzt sind es 30 Jahre weiter und vielleicht war das in den 90ern einfach alles so, wie es war. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich in den 90ern auch einfach noch ein Kind, ein Jugendlicher war. Aber ich fand es wirklich anstrengend zu lesen, wie sie von einer Merkwürdigkeit in die nächste Dummheit, in die nächste naive Annahme gesprungen ist. Und ich mir dachte,
Bitte denkt, überleg doch kurz mal vorher, bevor du so etwas machst. Und natürlich ist es beeindruckend, dass sie so einen Mut hatte und einfach mit einem Kleinkind auswandert. Und den Mut möchte ich auch gar nicht absprechen. Aber ach, es fühlt sich für mich einfach wahnsinnig naiv an. Und ich frage mich manchmal, ob das wirklich so war oder ob sie es absichtlich so naiv darstellt, damit sie irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand es ein bisschen nervig. Der Schreibstil ist aber sehr locker, er ist sehr leicht, man hat auch wirklich das Gefühl, man sitzt der Autorin gegenüber bei einem Kaffee und sie erzählt einem so ein bisschen ihre Geschichte, ist an mancher Stelle ein bisschen tiefergehender, an anderer ein bisschen oberflächlich, aber ich glaube, das ist eben einfach diese eigene Wahrnehmung, was hält man für wichtig und für nicht. Ja, diese naiven Vorstellungen, dass man auch ohne Sprachkenntnisse einfach mal losgeht und sich dann im Grunde auch so gar nicht um Behörden irgendwie kümmert, sich dann wundert, dass man im Grunde ausgewiesen wird, weil man eben gewisse Dinge noch gar nicht beantragt hat, weil man sich nicht damit beschäftigt hat. Ah, ich meine, klar, wie gesagt, heute würde man einfach mal ins Internet gehen, würde nachschauen, was braucht man alles in und um Schweden und wo muss man sich anmelden? Das ist natürlich heute alles viel einfacher, aber auch das haben ja andere Leute vor 30 Jahren durchaus schon besser gemacht und mit ein bisschen mehr Weitblick. Aber den Mut, wirklich, den möchte ich ihr nicht absprechen. Wir bekommen sehr viel Schweden. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wirklich diese Bräuche, Traditionen, verschiedene Feierlichkeiten. Auch wenn es für mich kein Land wäre zum Auswandern, finde ich es immer wieder schön, mal darüber zu lesen, darüber etwas zu erfahren. Ich fand das richtig spannend, ich fand es schön. Und eben auch so diese Menschen kennenzulernen, worauf legen die so ein bisschen ihren Fokus, wo nehmen sie ihre Motivation her, was war damals vielleicht auch anders als zu heute, beziehungsweise auch schon zum damaligen Deutschland im Vergleich. Und das fand ich tatsächlich gut. Es war mir ein bisschen viel Pferdezucht und Pferdesport. Auch da komme ich einfach nicht umhin, um zu sagen, dass Pferde nun mal nicht für eine Dressur oder was auch immer geeignet sind und auch nicht dafür missbraucht werden sollten. Aber sie liebt ihre Pferde und das nehme ich ihr auch ab. Auch hier, ja, weiß sie es eben einfach nicht anders wie viele andere Menschen. Und ich mag es einfach nicht, wenn man es so verherrlich liest und dass die Pferde es ganz toll finden. Und ich denke mir, oh nee, es hat nie jemand ein Pferd gefragt, ob es Dressurritt mag. Und ja, aber auch hier versuche ich meine Gedanken auszublenden und fand es eine gute Unterhaltung. Leider nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich fand schön, was ein bisschen über Schweden drin stand. Ich habe mir auch ein bisschen was markiert. Wir haben hier zum Beispiel mit den Sehnsuchtsorten, dass dann das Glück kommt. Und dann sagt sie so schön, vielleicht macht es aus dir einen nagelneuen Menschen oder aber einfach nur dich selbst. Und das fand ich richtig schön, weil man muss eben gar nicht ein neuer Mensch werden, sondern manchmal reicht es ja, wenn man zu sich selbst findet. Dann erzählt sie uns auch etwas zu Fika, was eine Mischung aus gemütlichem Kaffee trinken und Picknick ist. Und ja, wortwörtlich bedeutet es wohl Atem holen im Alltag. Das sind 5 Minuten Pause und das macht in Schweden nicht nur den Arbeitstag, sondern ganz allgemein das Alltagsleben menschlich. Und das finde ich richtig schön, weil ich glaube, wir halten heutzutage viel zu wenig inne. Und da wären jetzt auch ja, diese 5 Minuten tatsächlich etwas richtig toll. Dann ging es hier um die Liebe zu einem Pferd, dass sie nicht ist wie Menschen lieben, die zuweilen entscheide dich, kräht, stirb oder leb. Und dennoch ist sie in ihrem Wesen nach auch nicht viel anders, wie von jene kindlichem Staunen und Dankbarkeit erfüllt, nur eben etwas stiller, universeller und genügsamer. Und das spricht im Grunde für alle Tierlieben, wo man einfach sagt, sie ist eben anders als die menschliche Liebe. Also alles in allem ein gutes Buch, nicht das Beste aus der Reihe. Ich habe auch, glaube ich, bisher nur ein Buch, glaube ich, steht irgendwo da oben, aus dieser Reihe behalten, was für mich ein Highlight war. Aber ich versuche es immer wieder mit den Büchern aus diesem wunderbaren Sehnsuchtsorte-Reihe von Eden. Am Pfingstwochenende packte mich die Verzweiflung, besser gesagt, ich glaube am Pfingstmontag oder ja, oder am Dienstag. Ich wollte unbedingt noch ein Buch neben dem Hörbuch beenden, damit es 16 Bücher wurde und so greifte Steffi zu einem Comic. Ja, und zwar zu Batman. Der erste Teil von Scott Snyder, und zwar ist das der Rat der Eulen. Und ja, ich habe die vor, ich glaube, 1,5 Jahren habe ich Teil 1 und 2 ertauscht und wollte einfach mal
meinem Lieblings-Superhelden näher kommen in Comicform. Und das ist hier der Neustart der neuen Comicserie rund um Batman gewesen. Ist, glaube ich, auch schon wieder 10 Jahre her. Ursprünglich ist ja Batman irgendwann aus den 1930er Jahren, genau, hier ging es irgendwie los, 2010. Von daher, ja, es ist sogar schon ein bisschen älter. Also es ist sozusagen eine neue Nummer 1. Man wollte alles Hintergründige bereinigen, sodass eben neue Leser einfach einsteigen können und sich nicht durch ja im Grunde 80 Jahre Batman irgendwie wühlen mussten, sollten. Und ja, ich bin ja ein großer Batman-Fan, was Serie, Filme angeht und bin da immer mit am Start. Manches finde ich gut, manches genial, anderes nur so okay. Aber ich bin hier gerne dabei und ja, ich habe auch bei diesem Comic nur ein Viertel der Zeilen gezählt, der Seiten gezählt. Ich glaube, es hatte irgendwie 160 Seiten, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, weil ich so dachte, es ist ja doch mehr Bild als Text und ich fand es ein bisschen schwierig. Also eigentlich, wie zählt man da Seiten? Aber man hat ja trotzdem gelesen und ja, es ist ein Booktuber-Problem, würde ich tatsächlich sagen. Aber einfach, ja, deswegen ist die Seitenzahl da ein bisschen anders, weil ich das eben nur mit einem Viertel gerechnet habe. Ja, wir treffen in diesem Comic natürlich auf Bruce Wayne, der mit verschiedenen Robins zusammen wohnt und dann natürlich auch sein alter Ego Batman an den Tag tritt. Es gibt scheinbar eine Geheimloge in Gotham City, die sich eben der Rat der Neuen nennt und es gibt eine recht merkwürdige Spur, auf die wir mitgenommen werden, von doch sehr makaber zugerichteten Leichen. Und da denke ich mir gerade, das passt dann zum nächsten Buch irgendwie auch. ja, Bruce Wayne soll das nächste Opfer werden und ja, Batman hat natürlich das Gefühl, oh, hier muss ich mal besonders auf mich selbst sozusagen Acht geben. Er bekommt auch von verschiedensten, also zum Beispiel von Commissioner Gordon, Commissioner? Bin schon wieder am Verdrängen. Für mich ist das immer Commissioner Gordon, aber war er hier schon Commissioner Gordon? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Egal, auf jeden Fall bekommt Batman hier auch den Ratschlag, er möge doch bitte ein Auge auf Bruce Wayne haben, wo ich natürlich immer schmunzle und denke, ach ja, wenn du wüsstest. Ja, und so verfolgen wir ein bisschen ja, den Rat der Eulen. Es ist eine schon sehr spannende Story. Ich mochte die Düsternis der Bilder, der Illustrationen, aber Comic ist, glaube ich, einfach nicht meine Leseform. Also ich habe mir schon ein bisschen schwer getan, das Bild zu verarbeiten, gleichzeitig den Text und irgendwann zu wissen, also ja, klingt wahrscheinlich total merkwürdig, aber ich hatte ja auch meine Probleme mit den Sherlock-Mangas, die ja 1:1 eigentlich die Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman erzählt hat. Und irgendwie kann ich irgendwie nur eins. Ich kann entweder Bilder gucken oder ich kann lesen. Und dann diese Kombination fand ich anfangs wirklich schwierig. Ich glaube, es ist wirklich nochmal etwas ganz Eigenes. Und ja, ich fand es aber trotzdem spannend. Ich fand es ein interessantes Erlebnis, weil einfach die Optik mir so gefallen hat. Also ich muss wirklich sagen, ich weiß gar nicht, ob jetzt Greg Capullo ist der Zeichner, richtig. Und ich finde, also es ist optisch schon richtig, richtig gut gemacht. Ich finde auch, dass zu der Umgebung, also hier wird es dann auch düsterer, dass das alles sehr gut zu diesem düsteren Batman irgendwie passt. Das finde ich tatsächlich, ich fand das schon richtig gut gemacht, aber ich hatte einfach so mein Problem mit Lesen, Schauen und das zusammenzubringen. Ich weiß nicht, es funktioniert nicht. Aber ich fand es richtig gut. Es ist schon eine sehr düstere Graphic Novel Art, die hier gezeichnet wird, die eine auch düstere Geschichte erzählt, aber wir sind hier bei Batman, wir sind im Gotham City. Ja, zudem haben wir hier eben auch so einen Gegner, den man nicht unbedingt so kennt und ja, ich fand es spannend, interessant, mal was anderes, aber ob ich damit so warm werde, ja, sei jetzt einfach mal so dahingestellt. Ich hätte ja noch den zweiten Band hier, aber ich glaube tatsächlich, ja, dass das einfach ausziehen wird und ich aktuell keinen Zugang zu Comics habe. Ich habe ja noch einen von Stephen King unter anderem, irgendwas mit Zombies, dem würde ich schon noch mal eine Chance geben. Aber ich glaube, bei Batman und Co. bin ich wahrscheinlich einfach irgendwie raus. Und jetzt kommen wir zum Hörbuch der Woche, des Monats, was mich wirklich auch sehr begeistert hat. Und zwar Minen der Macht
von Mira, Valentin, Bernhard Hennen, Sam Feuerbach, Greg Walters und Thorsten Weitze. Das ist der Auftakt einer Trilogie, der optisch wirklich wunderschön aussieht und wir ja auch uns auf der Buchmesse die Wunderzeilen-Ausgabe geholt haben mit diesem wunderschönen Buchschnitt und auch der Signatur von allen fünf Autoren, was ich richtig toll finde. Irgendwo ist auch noch das besondere Lesezeichen. Hier, das war auch mit dabei. Richtig, richtig schön. Allerdings, ja, ich habe schon gesagt, haben wir das Buch gehört. Wir sind, Becky und ich, wir haben uns das Buch ja auch zusammen gekauft, waren in Leipzig auch gemeinsam auf der Lesung und haben uns dann aber für das Hörbuch entschieden, nämlich gesprochen von Robert Frank. Mit einer der besten Hörbuchsprecher ja, der letzten Jahre, die ich für mich entdeckt habe, seit Nevernight, bin ich großer, großer Fan. Greife auch ganz bewusst immer mal zu Hörbüchern, die er gesprochen hat, wo ich denke, ah ja, das könnte dich interessieren. Hab auch noch eins von Sam Feuerbach auf dem Sub. Und dementsprechend haben wir das in den letzten 1,5 Wochen des Monats dann auch gehört. Ja, wir haben hier 5 Autoren, die uns die Geschichte rund um diese Minenstadt erzählen. Denn wir haben hier im Grunde einen gigantischen Trichter, der sich in die Minenstadt gebohrt hat, in die Tiefe, rund 300 Meter tief. Das ist durch den Tagbau entstanden. Und wir haben eben mehrere Sohlen, beziehungsweise terrassenartige Plattformen, die dann eben den Lebensraum für die Menschen, die Einwohner schafft. Je nach Stand der Bewohner sind auch diese Terrassen, diese Sohlen, diese Ringe im Grunde benannt, die eben nach unten in diese trichterartige Form nach unten gehen. Also begonnen vom Palast, irgendwo sind wir bei Bronze, dann gibt es den Schlammring und ganz unten ist dann nur noch die Grube, in der es stinkt, voller Schlamm ist und eben sehr arme Menschen leben. Man kann über eine Treppe eben durchaus von unten nach oben, wird eben aber auch oftmals doch angehalten, was man in dem nächst besseren Ring am Ende denn möchte. Ja, wir lernen hier diese 5 Charaktere kennen. Also jeder der Autoren hat einen Charakter geschrieben. Es wurde nicht verraten, wer wem geschrieben hat. Und wir finden hier auch eine sehr grausig entstellte Leiche. Das ist die Verbundenheit zu Batman. Diese Leiche oder der Leiche wachsen Pflanzen aus Mund und Augen und sie ist auch sehr entstellt und sieht auch sehr merkwürdig aus und es stellt sich jetzt einfach die Frage, was ist hier passiert? Wie ist dieser Mord passiert? Was steckte dahinter? Wie ist der Leichnam verstorben? Und ja, der Hauptmann Gunther wird zu Rate gezogen, beziehungsweise soll er das Rätsel um den Toten lösen und auch um andere Dinge, die sich dann eben noch ergeben. Und er merkt aber recht schnell, dass seine Verdächtigen wohl eher Helfer sind als schuldig. Und ja, so zieht sich die Geschichte mit den Charakteren rundherum, mit den verschiedenen Blickwinkeln. Und das ist schon echt ein spannender ja, Thriller in der Fantasy-Welt. Also dieser Fantasy-Thriller, ich glaube, mit dem er auch in der Lesung so benannt wurde, das kann ich definitiv bejahen und zustimmen. Das trifft es tatsächlich ganz gut. Wir haben wirklich eine bildgewaltige Welt. Also es ist eine wahnsinnig tolle, gut durchdachte, bildhaft beschriebene Fantasy-Welt. Allein diese Minenstadt. Man hat nach anfänglichen leichten Schwierigkeiten definitiv ganz wunderbar hereingefunden. Man konnte sich diese Welt vorstellen, diese Teile der Stadt. Wir haben hier wirklich wahnsinnig viel Beschreibung, um eben hineinzukommen, aber nicht im Sinne von, ich erzähle dir jetzt das und das, sondern Dinge, die sich einfach ergeben. Und das ist wirklich eine Kunst, die alle 5 hier drin wunderbarst beherrscht haben. Auch diese verschiedenen Charaktere, die erschaffen wurden, die sehr greifbar sind, sehr menschlich sind, sich echt anfühlen, die abwechslungsreich erzählt werden. Also man bekommt auch keine Langeweile oder es ist auch nicht irgendwo nicht spannend. Und es ist sehr flüssig, es ist rasant erzählt. Es ist natürlich schon an vielen Stellen Fantasy. Es hat diese leichten Thriller-Momente. Es hat aber auch wahnsinnig überraschende Wendungen, wo man einfach denkt, das ist einfach mal ganz anders, als wie man sonst vielleicht Fantasy erzählen würde. Und wirklich dieses Worldbuilding, es ist einfach episch, es ist groß, es ist atmosphärisch und
bildgewaltig und ich freue mich da definitiv auf Band 2 und dann auch Band 3. Band 2 ist, glaube ich, sogar schon für den Oktober angekündigt und ich glaube, bei der Lesung hieß es dann, dass zur nächsten Buchmesse auch der dritte Band erscheint oder erschienen ist oder wie auch immer. Also hätte man innerhalb von einem Jahr dann wirklich 3 Bände, was ich einen tollen Zeitraum finde, damit nicht zu viel Lücke, nicht zu viel Vergessen sozusagen dazwischen ist und ja, wir lernen alle 5 Charaktere anfangs sehr gut kennen. Ich fand es anfangs einfach ein bisschen schwierig, alles so auseinanderzuhalten und irgendwo nochmal zu wissen, oh, wer war er jetzt, sie jetzt, wo bin ich gerade? Ich glaube, es hätte mir geholfen, mir entweder Notizen zu machen oder tatsächlich das Buch zu lesen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich schon glaube, dass das Buch für mich wahrscheinlich ein Highlight geworden wäre, wenn ich ein bisschen besser gefolgt wäre. Es bedarf schon einiges an Konzentration und einfach Mitdenken. Und das war bei mir manchmal einfach vielleicht nicht so gegeben. Also es ist rein mein Ding. Es hat mir geholfen, am 2. oder 3. Hörtag hinten ins Glossar zu schauen, ins Personenregister, um nochmal so ein bildhaft vor Augen zu haben, wie sind die Namen, wer sind die und welche Rolle irgendwie nehmen die ein. Und dann ging es wirklich einfach fließend. Es gab immer mal wieder so ein paar Stolpersteine. Ich glaube aber wirklich, dass es am Hören lag, obwohl ich sonst kein Problem habe, Fantasy-Geschichten auch im Hören zu folgen. Besonders hervorheben möchte ich die Diebin Gröte, die ich einfach großartig fand, die ich sehr ins Herz geschlossen habe, zusammen auch mit ihrem Freund, Unterstützer, der auch blind ist und sie so eine Art Vater-Tochter-Freundschaft haben, das hat mir unheimlich gut gefallen und war sehr berührend an mancher Stelle und auch dieser Witz, den die Charaktere manchmal an den Tag gelegt haben, also es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich konnte nicht erkennen, wer was irgendwie hätte geschrieben haben können, wer welcher Charakter geschrieben hat. Jetzt kenne ich natürlich aktuell nur Mira Valentin und auch 1-2 Geschichten von Bernhard Hennen. Ich muss aber wirklich sagen, ein großes Lob auch ans Lektorat, Korrektorat. Man hat hier einen wunderbaren roten Faden. Es ist wirklich toll durchgeplottet, erzählt. Und man hat aber nicht das Gefühl, dass es aus 5 Händen ist. Also natürlich sind es 5 Charaktere, die anders sprechen, die anders denken. Das ist ja was ich oft kritisiere, dass wenn eben eine Autorin 2 Perspektiven schreibt, dass sich das viel zu ähnlich anhört. Das hat man hier nicht. Man hat schon das Gefühl, dass jeder ein bisschen anders denkt, anders spricht, andere Dinge hat, auf die er im Grunde Wert legt, aber das Lektorat, Korrektorat hat es gut zusammengebracht zu einer Geschichte, sehr harmonisch erzählt und das fand ich wirklich toll. Also das finde ich sehr beeindruckend, hier 5 unterschiedliche Stimmen zu haben, die dürfen auch durchaus unterschiedlich sein, aber so das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren und das fand ich hier sehr, sehr, sehr gelungen. Es ist kein Einsteiger-Fantasy-Werk, das muss man auch, glaube ich, ganz klar sagen. Das würde ich jetzt niemandem empfehlen, der sagt, so, ich möchte meinen ersten High-Fantasy-Roman lesen, was soll ich lesen? Würde ich eher nicht dazu tendieren. Allerdings mit Robert Frank schon eine tolle Stimme, aber man muss einfach konzentriert dranbleiben. Also das ist wirklich was, was ich auch mir wahrscheinlich beim 2. Band ein bisschen auf die Fahne schreiben muss, einfach ein bisschen mehr Konzentration an mancher Stelle und wirklich vielleicht einfach Notizen machen. Ich werde das jetzt auch im Nachgang noch ein bisschen machen, damit ich, wenn das 2. Buch kommt, einfach nicht alles ganz wieder durcheinander werfe. Es hat schon, also Robert Frank betont schon richtig toll, also die Welt, diese Düsternis, die verschiedenen Charaktere, denen er doch irgendwie andere Stimmen gibt, ohne zu übertreiben, das macht er richtig toll. Also ein ganz, ganz toller Auftakt. Zum Highlight hat mir vielleicht auch wirklich so ein bisschen war mir die Holprigkeit wahrscheinlich an mancher Stelle einfach zu viel, aber es war spannend, es war packend, es hatte besondere Wendungen und irgendwie vielleicht hat so das gewisse Extra für mich noch irgendwie gefehlt. Das Ende lässt natürlich einiges offen, klar, es kommt ein 2. Band, damit müssen wir jetzt wahrscheinlich leben, aber alles in allem wirklich eine wahnsinnig tolle High-Fantasy-Story, die wirklich diesen Thriller-Anteil hat. Und wirklich auch an Düsternis, atmosphärisch, überhaupt nicht geiz. Also richtig, richtig toll. Bin ich sehr happy, dass ich das im Mai gelesen bzw. gehört habe. Und das waren sie jetzt, die 16 Bücher aus dem Mai. Ich bin sehr gespannt, ob euch vielleicht eins der Bücher auch schon unter die Augen gekommen ist, ihr vielleicht auch schon gelesen habt oder auf eurem Sub habt oder auf der Wunschliste. Schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Und ich finde, es war ein ganz guter Monat. Also so rückblickend würde ich sagen, wirklich schon auch von der Sterneanzahl
die ich ja nur für mich im Grunde gebe, definitiv schon gelungen und ja, auch so rückblickend. Mal sehen, was jetzt der Juni bringt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem längeren Büchermonat, aber 16 Bücher, man möchte natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen. Ich hoffe, euch helfen da irgendwie ja, die Zeitstempel in der Infobox weiter. Auch dazu könnt ihr mir gerne mal ein Feedback geben. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.